glaube, ne? Ich glaube, wir lassen das mit Quiplash. Ja, es macht nicht so viel Sinn. Es ist zu wenig los heute. Es macht wirklich sehr wenig Sinn. Auch Golf, ich glaube, wir lassen das mit den Games allgemein. Weil das hat so wenig Sinn tatsächlich, wenn keiner so Lust hat mitzumachen. Hab eigentlich gehofft, dass sie ein bisschen mehr zusammenfindet heute. Aber, oh, das war halt ja, kein die so. Die haben sich halt eben alle beim Easy verkrochen. Ah, okay. Das erklärt's. Oh Gott. Ja, ich muss dann den Stream dann auch ein bisschen später ansetzen. Heute ein bisschen nach hinten schieben. Man muss eine Schiebung machen quasi. Ich sollte mit meinem Zeug nicht vorankommen. Das kann ich halt abends nicht machen, weil es laut ist. Deswegen hatte ich leider keine andere Wahl. Beim Easy haben sie sich verkrochen. Easy. So. Ah, geil. Chill. Dunkelgrün und Farben richtig. Ja, nee. Da baue ich jetzt nicht mehr rum. Ich überlege gerade, ob wir uns noch ein bisschen theoretisch über Fantasy Fight Live unterhalten. So ein bisschen, nicht UI-Design oder sowas, das meine ich jetzt nicht, sondern was muss der Streamer können, was müssen die Zuschauer können, müssen wir da mal kurz ein bisschen drüber sprechen, aber vorher muss ich... dringend niesen. Dankeschön. So. Ich starte mal kurz das Originalprojekt quasi. Damit alle wissen, wovon ich rede. Knusper, Knusper, Knasa, wer knecket an min Vasa? Alright, bei Otto Parkes. So! Für alle, die gestern nicht dabei waren, ganz kurz. Fantasy Fight Live ist eine Art Twitch-Extension. Eine Art deswegen, weil es nicht nur eine Twitch-Extension ist. Es ist eigentlich ein Mini-Client-Game, könnte man sagen. Der Streamer lässt den Client bei sich laufen und er fügt diesen als Overlay in OBS hinzu. Und verbindet das Ganze mit seinem Channel. Und im Channel braucht man dann eine Overlay-Extension. Das ist die Fire Splash Canvas, wird die heißen. Und die kann dann unter anderem auch dieses Spiel steuern, wenn es läuft. Das heißt, dann können die Zuschauer ihre Helden spawnen und gegeneinander antreten lassen. So der Plan. Helden gibt es aktuell 7 Stück. Es wird 8 Stück geben beim ersten Release, weil ich noch selber, selber bauen werde. Und die kann man dann gegeneinander kämpfen lassen. So der Plan. Das ist das, was es mal werden soll. Im Idealfall noch dieses Jahr. Was ich jetzt gerne mit euch ein bisschen mal zusammenspinnen wollen würde, sind ein paar verschiedene Dinge. Zum einen habe ich da so ein hochprofessionelles Zeichenprogramm. Ja, ihr wisst schon, ich kann gut zeichnen und so, ne? So. So. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben einen Twitch-Stream. Oder machen wir es einfach mal so. Machen wir so hier grob. 16:9 Bild. Geh mal Daumen. Könnte ungefähr so aussehen, ja? Das ist jetzt unser Twitch. Also unsere Overlay-Extension quasi. Wir brauchen, um Fantasy Fight Live spielen zu können, ein paar verschiedene Layer, sage ich jetzt mal. Wir brauchen eine Heldenauswahl. Wir brauchen eine Aktionsauswahl. Was treibst du, Honigkuchenpups, bitte? Was treibst du? Ich muss gerade das Zeug sortieren. Mir beim Schreibtisch. Alter, das tut ja Schläge bei dir. ja. Die Frage Nummer 1 ist, was muss der Held alles können? Tendenziell würde ich sagen, Nahkampfangriff, also was sollen die Aktionen sein? Ich würde sagen, Nahkampfangriff, parieren, ausweichen, Fernkampfangriff. Ich meine, die sind safe. Was braucht man noch? Haben wir noch was?
Dachte, die Helden können poppen und bekommen Nachkommen und man sammelt die. Wie könnten wir das nennen? Wie wär's mit Fire Slash Breeders? Ja. Kappa. Ja, nee. Fire Breeder. Oh ja, Fire Breeders. Hashtag sammeln und bammeln, ja. Nee, sammeln und gammeln. Die kann man dann miteinander poppen lassen und dann hocken die sich hin und chillen zusammen, ja? Sammeln und gammeln. Da könnten wir ja eigentlich dann Streamer einladen dazu, die dann selber ihren Hero designen können und könnte so eine Vererbung bauen. Das sind dann quasi die Heroes, die da rauskommen, dann Elemente von beiden Heroes übernehmen. Und wir könnten sogar noch eine indirekte Erbene einbauen, das war quasi auch rezessive Gene hat, die dann wieder zum Vorschein kommen können nach ein, zwei Generationen. Das wäre doch mal geil, von was Originelles, was noch niemand hat. Niemals. Nur in einer Fernkampf. Ja gut, aber ich würde schon irgendwie auch was dagegen halten. Also, ganz kurz zum Prinzip. Es ist ein Rundenprinzip. Das heißt, der Spieler wählt aus, was er jetzt tun möchte als nächstes. Der hat dafür immer so 15 Sekunden Zeit oder 10 Sekunden Zeit, müssen wir mal gucken. Um zu wählen, was möchtest du als nächstes tun. Das heißt, immer abwechselnd wird eine Aktion ausgeführt. Wie bei Hearthstone. Immer abwechselnd. Das heißt, ganz okay, greif jetzt Nahkampf an. Dann muss der andere sagen, bevor das passiert, muss der andere sagen, was will ich tun. Dann sagt er zum Beispiel auch Nahkampf. Dann heißt es, die beiden rennen aufeinander zu und hauen sich die Fresse ein. Was auch passieren könnte, wäre der eine, das ist ja quasi mehr oder weniger das Screen. Der andere geht her und sagt, ich will Nahkampf machen und ich sag, ich möchte Fernkampf machen. Bedeutet, der andere Hero muss den doppelten Weg zurücklegen. In der Zeit kann ich den schon angreifen. Das heißt, der Fernkampf macht, hat dann ein bisschen mehr Schaden als der Nahkampf macht. Prozentual gesehen. Natürlich sind auch die Angriffe unterschiedlich. Also sowieso unterschiedlich bewertet. Der eine Hero ist im Nahkampf besser, der andere ist im Fernkampf besser. Was passieren könnte, wäre, dass zum Beispiel beide Fernkampf machen. Das heißt, beide bleiben stehen und beschießen sich mit irgendwas. Da mag vielleicht ein Schwertkämpfer dann mit dem Schwert werfen oder so, während der Magier halt irgendwie einen Feuerball schleudert. Irgendwas in der Art. Gibt es noch Zeit? Reaktionen, die sind immer stark schwach zueinander. Okay, so können wir es nämlich auch machen. Das richtige eiskalte Schere-Schein-Papier-Prinzip ohne irgendwelche Schadenspunkte oder sonst was, sondern einfach 1:1 Beziehungen im Endeffekt. Dass es egal ist, welchen Hero du hast. Schnelle und langsame Attacken. Nee, das würde ich nicht so krass aufziehen, ehrlich gesagt. Aber die Idee mit dem Stark und Schwach zueinander ist auch nicht verkehrt. Dass man sagt, Nahkampf, Fernkampf und Ausweichen. Zum Beispiel. Ausweichen macht nie Schaden, heißt aber, man bekommt auch keinen Schaden. Oh ja, das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Man kann alles nur einmal machen dann. Muss in der richtigen Reihenfolge machen. Wenn man zweimal getroffen wird, hat man verloren. So nach dem Motto. Dass man dann sagt, Fernkampf und Nahkampf, wenn zusammen sind, dann gewinnt der Fernkämpfer. Nee, das geht auch nicht. Das macht keinen Sinn. Dann hat der Nahkämpfer eigentlich keine Chance. Ja, das ist der Punkt. Das wäre dann natürlich nur 3 Runden oder so. Nahkampf bricht Blocken. Blocken bricht Fernkampf. Fernkampf bricht Nahkauf. Nahkauf. Ja, und Nahkauf bricht Real. Real bricht Edeka. Edeka und so weiter. Aber ich könnte es ja so machen, dass der Ausweichen, dass es nur auf eine bestimmte Art bezogen ist. Rewe ist Nahkauf. Auf Nahkampf oder auf Fernkampf. Okay, Moment. Was Green meint, ist quasi Nahkampf gewinnt gegen Blocken. Blocken gewinnt gegen Fernkampf. Und Fernkampf gewinnt gegen Nahkampf. Ja. Ich überlege gerade, ob es nicht andersrum sinnvoller wäre. Dass Blocken von Fernkampf gebrochen wird. Der Fernkampf bricht... Ich würde 2 verschiedene Arten von Blocken machen. Genau, das meine ich auch, Paddy. Man sagt, Fernkampf bricht Blocken. Blocken bricht Nahkampf. Und Nahkampf...
Durch Fernkampf? Nee. Doch. Nahkampf kann nur gegen Nahkampf eingesetzt werden. Ja. Na gut, wenn ich auf jemanden, der gerade einen Spell castet, zurenne, dem Schwert ins Herz steche, dann hat der ein Problem. Ja. Also stimmt schon. Nahkampf bricht wieder Fernkampf. Das hast halt gesagt wegen der Entfernung, deshalb. Blocken bricht. Ja, Blocken gewinnt. Nicht bricht, sondern Blocken gewinnt gegen irgendwas. Weil, wenn du einen Nahkampf machst und ich blockiere den, dann hast du mich ja nicht getroffen. Also habe ich die Runde gewonnen. Wenn man wirklich ein Punkteprinzip macht, ein rundenbasiertes Punkteprinzip. Und ich würde sagen, man kann nicht zweimal dann das Gleiche machen. Das Schere-Stein-Papier-Prinzip finde ich eigentlich ganz cool, die Idee. Tatsächlich. Vor allem vereinfacht es das komplette Handling. Es wird im Allgemeinen einfacher dadurch. Ich muss mal ganz kurz ins Dashboard rein hier. Was anpassen. So. Das gleiche machen kann man auch. Der andere kann ja wechseln, dann hat man gewonnen. Nee, ich würde ein bisschen so ein bisschen Handlungsbedarf einbauen wollen. Und ich würde auch eine Obergrenze der Runden machen, ehrlich gesagt. Dass man sagt, okay, die haben meinetwegen 3 Leben. Wer 3-mal verloren hat, hat verloren. Und das Ganze darf aber maximal über 5 Runden gehen. Wenn danach unentschieden ist, ist unentschieden. Also wenn danach quasi einer noch beide leben. Wenn 5 Runden alle überlebt haben, dann ist unentschieden. Kann eigentlich gar nicht passieren, kommt man gerade so, weil eigentlich haben wir ja immer einen, der gewinnt, einen, der verliert. Es gibt ja kein Stechen. Ist ja Best of 3. Best of 5 in dem Fall. Der Best of 5, beziehungsweise wer 3 Punkte hat im Endeffekt. Weil bei 5 Runden muss jemand 3 Punkte haben am Ende. Weil Worst Case kann es 1-1, 2-2-3 ausgehen. Das heißt, es gibt maximal 5 Runden. Wenn man jede Runde 15 Sekunden macht, 5 mal 15 Sekunden sind ungefähr 1,5 Minuten. Ja, genau. 1,25, um genau zu sein. Eine schöne Zeit, 1 Minute für so einen Kampf ungefähr. Plus ein bisschen Animation, 1,5. Ist eigentlich eine sehr schöne Zeit, 1,5 bis 2 Minuten für einen Kampf. Finde ich eigentlich sehr cool, zeitlich. Damit kann man arbeiten. Moment, ich habe eine Nachricht bekommen. Lass gucken. Was kann manchmal wichtig sein? Momentan aber nicht. Best of 5, genau. Best of 3 ist ein bisschen zu kurz. Weil wenn einer zweimal gewinnt, finde ich, ist ein bisschen langweilig. Best of 5 ist gescheiter. Es gibt 3 Attacken. Schere, Stein, Papier, egal wie die heißen. Ja gut, das soweit waren wir ja schon. Da waren wir schon einer Meinung. Die Idee hat man ja schon, quasi. Die fand ich schon gut, die habe ich schon eigentlich abgespeichert. Die Frage ist, wie eigentlich genau das egal. Also, kommt da noch was, Green? Ich warte gerade noch kurz. Kommt da noch irgendwas? Vor dem Kampf legt man die Attacke für jede Runde fest. Ja, das war mir auch noch, das, wo wir gerade waren. Bis jetzt ist es das, was wir gerade gesagt haben. Also das rundenbasierte Pre-Selection und so, das war sowieso schon klar. 5 Sockel. Achso, du meinst ganz vor dem Kampf. Am Anfang schon. Oh, mir fällt gerade ein, es kann bei Best of 5 doch unentschiedene Runden geben. Es kann doch unentschiedene Runden geben. Weil es könnten ja beide das Gleiche machen. Die Frage ist, beim Schere-Stein-Papier-Prinzip, wie bauen wir da die Cheat-Karten ein? Wir wollten ja die Möglichkeit machen, dass man einmal in der Runde, also einmal im Gesamtkampf, einmal cheaten kann.
dass er nicht wirklich cheaten, sondern halt einmal sich einen Boost verpassen kann oder dem anderen einen Nachteil. Oh ja, genau. Wir nehmen den anderen für eine Runde ein bestimmtes Ding weg. Das ist eigentlich eine gar nicht so schlechte Idee. Dann kann man quasi sagen, okay, der andere kann jetzt einmal nicht parieren zum Beispiel. Das heißt, der muss dann Fernkampf oder Nahkampf machen. Dann weißt du, der pariert nicht und kannst entsprechend einen Nahkampf machen und weißt, du würdest ihn treffen oder stechen. Auf jeden Fall nicht verlieren. Tausch die Zugsteine gegen einen, den du auszugst. Nee, wenn du weißt, was der Gegner, wenn du genau weißt, was der Gegner macht, dann ist es unfair, weil dann musst du zwangsläufig gewinnen. Das ist quasi wirklich Cheat. Nee, es soll schon noch ein bisschen Gefahr mit drin sein. Also tendenziell würde ich sagen, ihm eins verbieten für eine Runde. Tendenziell würde ich ihm für eine Runde ein was verbieten. Ich kann ja nicht ganz folgen, Green. Sorry. Ja, das meine ich ja. Genau das meine ich ja. Wenn du dir aussuchen kannst, was der macht, dann musst du die Runde zwangsläufig gewinnen. Dann hat der andere keine Chance mehr, nicht zu verlieren in der Runde. Nur in der Runde. Das ist ja das, was ich meine. Tendenziell würde ich ein bisschen Risiko dabei haben wollen. Dass man zumindest, du hast ja immer die Wahl zwischen gewinnen, verlieren oder unentschieden. Pro Durchgang, also pro Runde. Im Kampf. Deswegen tendenziell würde ich sagen, wir verbieten einfach eines. Ist Runde und Runde. Die Frage ist Runde und Runde. Für mich ist das gesamte Ding bis zu 5 Runden ist ein Kampf. Ja? Einer fordert einen heraus und die beiden gehen in die Arena und kämpfen dann 5 Runden, 5 Durchgänge. Für mich sind die Runden quasi 1, 2, 3, 4, 5, best of 5. 5 Runden. Nee. Die Runden sind für mich, wirklich die einzelnen Züge. In dieser Abfolge eines Kampfes, eines Gesamtkampfes, sind 5 Züge gleich 5 Runden gleich 5 Durchgänge. Dann ist die Arena wieder frei für den nächsten Kampf. Da würde ich fast sagen, dass man dann quasi sagen kann, okay, wenn ich jetzt selber meine Attacken wähle, dann kann ich sagen, in der nächsten Runde, aber erst in der nächsten Runde, darf er das nicht machen. Zum Beispiel. Wenn ich jetzt sage, er darf keinen Nahkampf machen, dann weiß ich, er macht entweder Fernkampf oder er pariert. Das heißt, ich würde dann natürlich hergehen und würde mit einer Fernkampfattacke versuchen, ihn zu erwischen. Weil bei Parieren würde ich ihn trotzdem erwischen und bei Fernkampf wäre es unentschieden im Endeffekt. Die Runde. Hätte jeder einen Hitpoint. Ich glaube, damit kann ich leben. Ich finde die Idee gut. Ich finde es cool. Das hat so ein bisschen so ein Klassiker-Touch dann. Ich sag bewusst nicht Retro, das ist wirklich so ein Klassiker-Touch irgendwie. Die Idee finde ich gut. Mach Blocken weg. Wie nennen wir es? Wie nennen wir die drei? Bessere Ideen. Nahkampf, Fernkampf, da sind wir uns einig. Die Frage ist, theoretisch haben wir ja Magie, Fern und Nah. Wie willst du das unterscheiden dann? Blocken ist auch eine aktive Aktion. Blocken ist Parieren. Also ich würde es Parieren nennen. Parieren hilft gegen Fernkampfattacken. Nahkampfattacken, aber nicht gegen Fernkampf. Das passt eigentlich schon. Mein Problem ist gerade nur noch, es passt irgendwie nicht so ganz überein, weil unsere Heroes haben ja teilweise ein Schwert, teilweise eine Pistole. Das heißt für mich eigentlich ist einer mit Pistole einer, der beim Fernkampf besser ist und einer, der ein Schwert hat, ist einer, der im Nahkampf besser ist. Lassen wir das einfach an den Tisch fallen? Ist es einfach so? Oder
kriegen wir das irgendwie reingewurschtet. Wenn die kein Schwerthaar haben, die nah mit einer Faust. Ja, klar. Das ist schon klar. Die Frage ist nur, ändern wir was an der Kampfauswertung? Ab einer bestimmten Stärke. Die Stärke hat damit nichts zu tun, weil die Stärke kannst du nicht leveln. Das sind ja keine Heroes, die du jetzt selber leveln kannst momentan noch. Das kommt vielleicht später mal. In einer erweiterten Version davon könnte das vielleicht mal kommen. Aber momentan sind die noch einheitlich alle. Sind die Standard-Heroes, die sind so, wie sie sind. Ohne Stats, ohne Datenbank dahinter. Möglichst einfach gehalten. Ja klar, da hast du einen Discord, Green. Einfach auf bessere Zeiten warten. Die kommen ziemlich schnell. Ich gehe mir ganz kurz was zu trinken holen. Ja. Katze, lass bitte meinen Schrank in Ruhe. Ich habe nämlich vorhin angefangen, mein Wohnzimmer, was noch immer Baustelle ist, aufzuräumen. Meine Katzen meinen jetzt, sie müssen hier durch die Gegend racen. Ich hole mir mal kurz eine Flasche Lernsaft. Habe ich noch eine da? Ja. Eine Flasche Lernsaft. Lernapfelsaft. Wo ist mein Lernsaftöffner? Mist. Wer auf der Mac war, hat vielleicht gemerkt, dass ich mit Lernsaft öffnen nicht so gut bin. Aber hier war keiner auf der Mac, deswegen weiß es keiner. Warum sag ich es dann eigentlich? Kein Original-Duff. Ich hoffe, ihr habt auch Apfelsaft. Oder Apfelsaft-Scholle, besser gesagt. Ich stoße mit euch jetzt an. Ein Gläschen Apfelsaft. Prost. Hä? Ich muss dein hässliches Gesicht leiser machen, weil ich noch vor mir sehe. Es ist so hässlich. Mach den Bildschirm aus, damit du es laut hörst, ne? Ja. Alles kommt schnell. Ja, ich komme schnell. Ich bin schnell da. Ich erscheine schnell. Wo habe ich denn meinen Zettel? Hier habe ich einen Zettel. Schreiben. Also, liebster Alex. Hier, jetzt hörst du mich noch lauter. Ich habe das Bild größer gemacht. Oh Gott. aber ich habe es ja leise gestellt, das Bild zum Glück. Das ist ja nicht so schlimm. Okay. Also, liebe Alex, Green. Du hast deine Idee ist jetzt, wo, wie war das bei dir? Das Ganze ist ein Kampf und ein Kampf besteht aus 5 Runden. Genau, best of 5. Genau, und jede Runde hat einen Zug vom Gegner und vom anderen Gegner, wenn du deine Züge wieder einbringen darfst. Nein, du willst von Zügen nichts wissen, okay. Doch. Züge sind toll. Ich mag Züge. Ich mag Züge, genau. Und du willst jetzt vor jedem... vor jedem Kampf, Zug, Runde, wie auch immer... Ich sag einfach Zug, das passt immer komplett. Du willst, dass vor jedem Zug der Spieler seine Attacke auswählt oder du willst, dass der Spieler geht vor dem Kampf 5 Attacken sagt und die werden dann einfach abgerattert. Ich möchte einen Strategieeffekt drin haben, deswegen würde ich sagen, dass nach jeder Runde beide wieder wählen können, was sie als nächstes tun wollen. Okay, man kann immer noch. Okay, dann wäre meine Idee, es gibt ja, wie gesagt, es gibt ja 3 Attacken, ne? Rot, Blau, Grün oder was auch immer. Ne? Blocken, Fernangriff, Nahangriff. Fernangriff, also Fernkampf, Nahkampf und Parieren. Das sind momentan die Ideen. Und man kann das ja ausgleichen bei den Charakteren. Und jeder Charakter hat im Endeffekt bei einer dieser 3 Attacken eine Spezialisierung. Also ist spezialisiert auf Parieren, spezialisiert auf Nahkampf oder auf Fernkampf und macht dadurch eben 2 Schaden oder mehr Schaden. Oder heißt, er würde... Halt noch, was für ein Schadensmodell benutzt die ganze Zeit. Die Idee ist gut. Wir denken mal in einem Punktesystem. Wenn ich jetzt sagen würde, meinetwegen, der Hero ist ein starker Nahkämpfer, dann würde ich sagen, er bekommt 2 Punkte, wenn er jemanden per Nahkampf erwischt. Erfolgreich.
Und der Gegner bekommt aber 2 Punkte, wenn er pariert. Beim Nahkampf. Beim Fernkampf, bekommt einen Punkt, bekommt einen Punkt. Nee, zwei, weil parieren gewinnt der Gegner. Wenn er mit seinem Effekt Schaden verursacht. Aber ich habe gerade noch eine bessere Idee. Weil ich hab die ganze Zeit vor Kopf dieses Steinmodell. Also, dass man so ein Säckchen an Glasstein hat, wie man das beim Rollenspiel, bei Magic hat oder keine Ahnung, diese Diamanten, die man in den Sockel drückt, um damit praktisch anzuzeigen, dem System gegenüber, der UI anzuzeigen, welche Aktion man macht. Oh! T-Cube! Wuhu, T-Cube! I've been waiting. Ich kann scheiße singen, ich mach's trotzdem. Ja. T-Cube, danke für den Follow. Herzlich willkommen in das Kader im Reich der Drachen. Heute aber eher so im Reich der Fantasy Fight Live Heroes und grünen Edelsteinen mit irgendwelchen Symbolen drauf. Bei fünf Runden pro Kampf. Ja, und drei Möglichkeiten, die man pro Runde auswählen kann. Hätten wir jetzt, wenn ich richtig rechne, 15 verschiedene Edelsteine, die man hinlegen muss, damit man auch jede Aktion durchgehen kann. Was ist, wenn man sagt, okay, du kriegst nur 9 Edelsteine und der Fernkämpfer hat immer mehr Fernkampf-Edelsteine dabei, der Nahkämpfer immer mehr Nahkampf-Edelsteine, das ist die Idee. Und der Parierer immer mehr Pariersteine dabei. Das heißt, jeder kann dasselbe, aber das, was er kann, kann er öfter. Oder das ist die Idee. Das ist die Idee. Machen wir 10 draus. Machen wir 10 draus. Dann haben wir. Mach mal 10, dann hast du 2/3 von der eigentlichen Möglichkeit. Genau. 3 von jedem plus einen von deiner Spezialisierung. Warte mal, wenn du 10 hast. Genau, 3 von jedem. Genau, dann kann er nämlich nicht eine Runde lang 5-mal dasselbe machen. Er kann nur praktisch 3 machen wie jeder andere, aber er kann 4-mal sein Spezial machen. Genau. Er kann 3-mal normal oder. Das heißt, er kriegt. Oder wir machen weniger, Moment. Wir brauchen 5. Pro Spieler brauchen wir 5. Um alles durchgehen zu können. Wenn wir jetzt jedem. Alles. Nee, 5. Wenn wir 5 Runden haben, brauchen wir, um das Spiel durchspielen zu können. Brauchen wir 5 Edelsteine. Ja, richtig. Ich würde sagen, dann geben wir jedem Spieler 2 von jedem plus einen von seiner Spezialisierung. Also weil dann ist es doch noch ein bisschen zufälliger, sage ich jetzt mal. Das 2 von jedem? Also 2 parieren, 2 Nahkampf, 2 Fernkampf und noch einen. Plus Spezialisierung einmal. Spezialisierung. Also er kriegt 7. Genau. Weil dann kann er nur 3-mal dasselbe machen und muss ansonsten ein bisschen variieren. Dann bleibt es ein bisschen spannend. Ist jetzt spieltechnisch gesehen, also rein vom UI finde ich das ganz cool und man sieht auch direkt, okay, ich habe hier Nahkämpfer, deswegen kann ich jetzt sehr viel Nahkampf benutzen, das andere weniger. Die Frage ist spieltechnisch gesehen. Warte mal ganz kurz bitte, Grün. Ich möchte ganz kurz mal Hallo sagen. T-Cube, herzlich willkommen bei uns, ja. Ich lese gerade so ein bisschen, und das ist gerade schon ein bisschen mit Paddy. Es freut mich auch, dass es dir gut geht, auch wenn ich jetzt nicht gefragt habe. Die Frage würde ich natürlich jetzt auch stellen wollen, aber ich wollte jetzt nicht das Gespräch unterbrechen. Freut mich, dass es dir gut geht. Du hast am 1.11. noch deine Verteidigung, aber ansonsten ist der Hauptbrocken schon mal durch Verteidigung. Meinst du Vereidigung? Nicht Verteidigung? Verteidigung, wahrscheinlich von der Doktorarbeit oder was muss er verteidigen? Ja, ich weiß nicht, um was es geht gerade, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Jo. Masterarbeit. Hauptbrocken schon mal durch Masterarbeit. Ah. Okay, gut, da kenne ich mich nicht aus, ich bin ein dummer Mensch. Wenn man an der Uni ist und irgendeine dicke Arbeit schreibt, muss man die auch noch verteidigen. Das ist so wie bei der Ausbildung die Präsentation seines Ausbildungsprojekts. Ah, okay. Du musst quasi dann mehr oder weniger durch wahrscheinlich irgendwie eine Präsentation oder was Ähnliches dann zeigen, dass das quasi dein eigener Content ist, quasi deine Kenntnis ist, dass du nicht irgendwas kopiert hast, oder? Naja, musst es halt verteidigen, ne? Gegenüber den Leuten, die Fragen stellen. Okay, also im Endeffekt. Ja, da im Endeffekt, ja. Ich habe diesen Begriff so noch nicht gehört, tatsächlich. Muss ich gestehen, aber ich bin dumm, ja? Ich bin wirklich dumm. Nein, ich habe nie studiert oder sowas, deswegen keine Ahnung. Weiß ich nicht. Muss ich ehrlich gestehen. Okay, dann wünsche ich dir aber auf jeden Fall viel Erfolg und viel Glück, T-Cube. Warte, hab gesagt, okay, die Arbeit war gut, mal produktiv und ansonsten ging's auch gut heute. Das ist schön zu hören. Bei uns war es nicht ganz so ganz so schön heute. Aber das wird sich wieder einpendeln, glaube ich.
Ja, wir labern momentan über eine Art Game-Konzept. Und zwar geht es um ein Twitch-Game, das Streamer bei sich ein Game einblenden können. Es nennt sich Fantasy Fight Live und es ist quasi eine Art One-on-One-Battle-Arena für Heroes. Die Heroes sind aktuell eher statisch gedacht, also man kann sie nicht leveln oder sowas. Das kommt vielleicht später mal irgendwann dazu. Aber aktuell ist es einfach nur, jeder wählt quasi aus, was man haben möchte für einen Hero und können dann gegeneinander kämpfen. Und wie das aussehen könnte, allein von der Game-Logik her. Darüber diskutieren wir gerade ein bisschen. Ihr könnt euch gerne im ganzen Chat mit dazu, wie soll ich sagen, an dem Thema ergötzen und könnt eure Meinungen dazu reinwerfen. Würde mich sehr freuen, weil es muss am Ende euch gefallen und nicht mir. Green, bin ich weiter. Ja, also erstmal Paddy und TikTok. Ich hoffe, es geht um Frauen. Ich hoffe. Und dann weiß ich gar nicht mehr, wo wir waren, ne? Ach so, genau. Was hatte ich halt eben gesagt? Ich habe gesagt, was mit den Aktionssteinen oder Aktionskarten oder Aktionsmarkern oder was auch immer. Da sind wir uns, glaube ich, im Kopf recht einig, wie das man das so machen kann. Und dann sagtest du, 2 von jeder Aktion und einer mehr, dass wir 7 Steine haben. Hat das spielmäßig irgendeinen Vorteil, dass du jetzt irgendwie 3-mal parieren hast und 2-mal Nah- und Fernkampf? Parieren würde ich jetzt nicht nehmen. Ich würde eigentlich einen. Also gibt da bestimmt auch Parade-Leute. Parade, ja. Ich überlege gerade, ob wir irgendeinen Fall haben. Ich schaue mal kurz wieder die Ansicht um. Ob wir irgendeinen Fall haben, wo Parieren tatsächlich jetzt relevant wäre. Aber. Schauen wir uns mal die ist ja Heroes auch an. Prinzipiell egal. Die Sache ist, wir haben dann, okay, dann haben wir Leute, die haben halt irgendwie 3 Nahkampf, 2 Fernkampf, 2 Parieren oder 3 Fernkampf, 2 Nahkampf, 2 Parieren. Hat das spieltechnisch irgendeine Auswirkung auf die Charaktere? Ist das wirklich nur so eine bevorzugte Ding? Ich klicke lieber, weil das Schere-Stein-Papier-Prinzip macht ja keinen stärker oder schwächer. Und da wir hier auch, oder da du schon. Ich hätte Musik mal leise gemacht, sorry. da wir hier irgendwie 7 Leute haben und dann verteilen wir das irgendwie 3-2-2 mit Nahkampf, Fernkampf, Parier und sowas. Der eine hat ein Schild, der kann gut parieren, der hier Sergeant Bunny hier oder wie er heißt. Ja. Ich glaube tatsächlich, das ist zwar ganz geil und das gibt das Gefühl von der Individualität, aber eigentlich hat es das gar nicht. Du meinst jetzt? Bei Käsekästchen. Oder XXO, Tic-Tac-Toe, wie das Spiel heißt. Da denkt man auch immer, wenn man eine gute Taktik hat, dann haha, Collider kaputt. Nicht kaputt. Wenn man eine gute Taktik hat, dann gewinnt man das, aber im Endeffekt, wenn man richtig spielt, geht es immer unentschieden aus. Also das kann bei Schere, Stein, Papier Prinzip doch kaputt. Nee, nicht kaputt. Weißt du, was wir da haben, Green? Links verschoben? Das ist einfach der Kamerawinkel. Die liegen nicht auf der Ebene. Ja. Das passt schon. Hat schon seine Richtigkeit. War denn jetzt nur zur Ansicht reingezogen? Layer. Naja, nicht ganz Layer, sondern der Y-Level. Also eigentlich Z-Level. Nicht Y. Es ist immer eigentlich denken alle auf in liegen, verschiedenen aber. Dimensionen. Um die Ecke dimensionieren, ne? Jo, T-Cube ist Green jetzt besser von der Lautstärke her. Ich habe die Musik ein bisschen runter geregelt. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich habe bei mir einen anderen Monitoring-Mix, deswegen kriege ich es nicht so ganz mit, wenn es bei euch zu krass ist, weil sonst verstehe ich nämlich gar nichts mehr, wenn es bei mir gleich laut ist, weil es hat einfach verschiedene Hintergründe. Ich hatte bei mir das Mikro jetzt auch ein bisschen weg vom Mund, weil ich da nicht Pizza reinschmieren wollte. Nee, das Problem ist, bei mir ist, bei meinem Mischpult hat ein Kompressor eingebaut, beziehungsweise ein umgekehrtes Gate im Endeffekt. Wenn ich rede, nimmt die Musik runter und deswegen habe ich, wenn ich allein streame, die Musik ein bisschen lauter. Jetzt habe ich sie leiser gemacht. Muss es neu laden. Green ist gut zu hören, alles da. Paddy meinte noch, es ist schön zu hören. Kannst du mal von Paddy grüßen, Entschuldigung. Paddy freut sich auch total für euch. Das war die letzte Nachricht. Ich freue mich auch. Ich weiß nicht, worum es geht, aber ich freue mich einfach mit. Ich freue mich total. Ich freue mich, dass ich mich freuen darf. So, also nochmal ganz kurz zurück zum Thema überhaupt erstmal. Ich komme gleich auf deine Frage oder deinen Gedankengang zurück, Green. Nur ganz kurz generell, wie ihr sehen könnt, die meisten Heroes haben nichts, was irgendwie speziell parieren kann, aber alle haben eine Waffe. Die wenigsten haben irgendein Schild bekommen. Das Schild würde ich als Gimmick sehen, das würde ich nicht ernst nehmen. Ich würde sagen, im Prinzip kann man es so sortieren, dass alle Fernkampf-Heroes sind. Momentan.
So blöd, wie es klingt. Wir haben eigentlich keinen Nahkampf-Hero. Wir haben eigentlich keine Nahkampfwaffen. Wir hatten noch keine zur Auswahl. Richtig. Doch, es gab Nahkampfwaffen zum Auswählen. Ja, aber... jeder irgendwie Bögen oder Pistolen haben. Es gab nur einen Dolch und eine Flasche, im Endeffekt. Ja. Und die Flasche war diejenige, die die Figuren erstellt hat. T-Cube, die kommen aus einem Charakter-Editor. Die habe ich gezeichnet, T-Cube. Alle persönlich habe ich die gezeichnet. Ja, klar, der war hier. Der Green war hier und hat auf meinem Bildschirm mit Edding drauf gemalt und ich musste nachfahren. Ja, das mit dem Grafiktablett nicht so verstanden. Nein, das ist ein Charakter-Editor. Ich habe gestern den Link gepostet. Ich habe ihn gerade nicht mehr da. Sonst würde ich nochmal posten. Das ist ein Charakter-Editor. Gibt es nämlich die SS-Store für 35 Euro, den Megapack. Wenn du einen Charakter-Editor, also 2D-Charakter-Editor suchst, dann findest du ihn ziemlich schnell. Ja, das ist, wenn du mir dein iPad gibst und sagst, hier ist das Tablett, mach mal darauf Grafiken, denke ich, das wäre ein Grafiktablett. Dabei habe ich sogar, Fun Fact, so einen komischen Stift für iPad hier, ich habe kein iPad. Der war mal in so einer Box drin. Ich weiß nicht, ob ihr iBoot kennt, die iBoot-Boxen, habe ich mir ab und an mal rausgelassen mit. Und da war mal so ein Ding drin. Das Teil heißt Adobe Ink, glaube ich, oder so ähnlich. Und hatte damals, ich glaube, 150 Euro gekostet. Also ich habe mir gesagt, Alter, geil, krass, ein teures Teil. Dann steht da drauf, only for iPad. Ich nehme mir so, ja. Was hast du dir geholt? Apple-Boxen? Nein, die iBoot-Box. iBoot, Internet's Best Online of a Daily. Inzwischen kurz Media Saturn. Und da holt man sich so Boxen, oder wie? Da gibt's, wenn die Hand haben, wenn die ihre Restposten rausschmeißen, haben die, früher waren sie richtig gut, die Boxen, inzwischen sind sie eher so lala, immer so eine Überraschungsbox. Die kostet entweder 49 oder 99 Euro, je nachdem, welche das du hast. Und es ist irgendwie das Vierfache an Wert drin, aber du weißt nicht was. Zwischen 500 und 2000 Euro. Okay. Also einmal hatte ich ein HP Ultrabook, das ich für 800 Euro verkaufen konnte. Das war schon sehr geil. Du kannst Glück haben, du kannst auch Pech haben. Ich hatte schon mal eine, da war halt nur Schund drin. Nur irgendwie Klamotten in XXXXXXXXXL oder in XXXXYS. Und zwischen reingeworfen haben sie halt dann noch eine Surface-Tastatur fürs Einser Surface. Way, Hype. Oder, was war nochmal mit drin? Ein defektes Fahrradschloss. Oh, das finde ich gut. Also die eine war wirklich ziemlich lame, da habe ich überlegt, sie zurückzuschicken, weil die halt so lame war. Aber da waren zwei, drei Sachen drin, die trotzdem ganz okay waren, die ich für mich behalten habe, die mir die 100 Euro da nicht mehr so wehgetan haben. Aber der Rest ist eigentlich alles weggeworfen. Also im Endeffekt habe ich da nichts gewonnen dran, weil das war ein Bluetooth-Lautsprecher mit Wert von 70 Euro ungefähr. Ein Bluetooth-Empfänger für die Soundanlage. Kostenpunkt 20 Euro, Pi mal Daumen. Und noch irgendwas im Kostenpunkt um die 30 Euro. Neu, wohlgemerkt. Und, ja, ja. Hast wahrscheinlich gerade so irgendwie 100 Euro gehabt. Das, was ich nutzen wollte, waren gerade so 100 Euro. Aber ich hätte mir eh gekauft, das Zeug. Und da habe ich gesagt, komm, behalte dir die Box. Und den Rest schmeißt du irgendwo hin. Hast du mal so, das sind einfach so Kleinigkeiten, die man auch mal verschenken kann. So als Gag und so sind da mit dabei gewesen. Die Klamotten habe ich dann, bei uns gibt es so ein Ding, das nennt sich Kauf aus Regenbogen. Das ist so ein Sozial-Ding, wo du quasi spenden kannst. Also du kannst Sachen hinbringen, die du nicht mehr brauchst, und die verkaufen die dann für sehr kleines Geld. Und das Geld, was die da einnehmen, spenden sie wiederum an Wohltätigkeitsorganisationen. Das finde ich eine sehr geile Aktion. Da kannst du halt gerade so für sozial schwächere Menschen, sage ich jetzt mal, die können da hingehen, können für 2 Euro sich halt mal ordentlich eindecken mit Klamotten oder mit 10 Euro oder so. Mal ordentlich Klamotten sich eindecken für die ganze Familie im Endeffekt. Und die 10 Euro kommen dann wiederum irgendwo Wohltätigkeitsorganisationen zugute. Das ist schon sehr geil. Haben was Gutes damit noch getan und dann ist es in Ordnung. Bin ich jetzt. Ich hab da erst neulich wieder meine alten Klamotten, die ich nicht mehr anziehe, hingebracht. So eine Tüte, so groß. Man kann es im Stream, glaube ich, sehen, ja. So groß, tatsächlich, ungefähr. Also so eine große, ihr kennt ja diese Plastiktragetüten, die es in diversen Läden gibt. Komplett randvoll mit Klamotten. Das Ding prügelschwer gewesen. Da hingebracht, gesagt, sorry, ich habe mir die Zeit, das Ding auszusortieren. Das kann sein, dass ein paar Sachen mit Löcher drin sind oder sonst was. Was nicht geht, schmeißt er einfach weg und den Rest schmeißt er rein. Oder was er immer halt noch Sinnvolles damit machen könnt. Waren die absolut froh drüber. Die haben mich so richtig gehypt da drin. Die fanden das mega geil. Man freut sich aber, was du das tun konnte. Wir haben hier auch ein Umsonstkaufhaus. Kannst du auch alles abgeben, was noch funktioniert, und das kann man dann, andere Leute können das dann da mitnehmen. Hm. Aber auch da gibt es
gibt es Sachen, die halt auch ein bisschen was kosten, aber halt wirklich nur, um die Unkosten der Leute zu decken, die halt im Endeffekt da Tür aufhalten. Ja, sowas gibt es bei uns, glaube ich, auch. Und ich meine, bei diesem Kauf aus Regenbogen ist es irgendwie so, wenn du jetzt Hartz-IV-Empfänger bist zum Beispiel, dann bekommst du ja vom Amt so Scheinchen, wo du quasi in diesen Sozialdingern einkaufen kannst auf Amtskosten. Also habe ich nie bekommen. Naja, ich war nur 3 Monate auf Hartz IV. Ich weiß nicht, was da die Voraussetzungen sind, ob du da vielleicht irgendwie spezielle Voraussetzungen hast, aber das gibt's, das weiß ich. Da darfst du eben nur in bestimmten Dingen einkaufen. Du kannst damit nicht irgendwie in den nächsten schwedischen Möbelhaus einkaufen gehen, sondern du kannst wirklich nur in diese Sozialdinger reingehen und die bekommen dann halt vom Amt im Endeffekt ein bisschen Kohle. Oder vielleicht, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar so ist, dass die da dann kostenlos einkaufen können, in Anführungszeichen, und nichts vom Amt kommt, dass da gar kein Geld fließt. Es kann auch sein, dass das einfach nur eine Berechtigung ist, dort quasi kostenlos einzukaufen, wie gesagt. Es kann sein. Ja, ich weiß nicht, auch mit Essen. Meine Ma ist bei der Tafel. Und die Tafel wird ja komplett von Firmen hier um die Ecke, die halt selber Nahrung produzieren und auch Kaufhäuser, ne? Ja, bei uns beliefert auch so. Mit allen Sachen. Tafel gibt es, glaube ich, überall in jeder größeren Stadt oder in jeder mittleren bis größeren Stadt. Wie jetzt zum Beispiel, einige wissen es ja, ich meine, ist auch kein Geheimnis. Ich arbeite ja als Fachinformatiker in der Klinik hauptsächlich momentan, hauptberuflich. Und ich weiß das so vom Flurfunk her, dass wir, glaube ich, auch überschüssige Lebensmittel, die wir quasi dann noch übrig haben immer, dann an die Arbeit weitergeben. Ja, das sollte auch kein Geheimnis sein. Ja, ich weiß nicht, wie offiziell das Ganze kommuniziert wird. Aber. Ach so, okay, aber ich finde, das sollte von den Firmen kein Geheimnis sein. Die nee, ist können das Gegenteil. Ein Bewusstsein für schaffen, dass auch andere Firmen sagen, guck mal, die machen das, wir machen das auch. Weil, ganz im Gegenteil, im Endeffekt ist es sogar Essen ist besser gute Werbung. Geschmissen. Ja, nicht Werbung im Sinne von Werbeeffekt, sondern es ist einfach, darin, wenn man darüber redet, es ist ja was Positives. Ja. Ich meine, es kommt ja keiner zu Schaden, außer vielleicht der Supermarkt um die Ecke. Der auch nicht wirklich zu schaden, weil da kaufst du ja auch ein. Die Leute, die sich Essen noch leisten können, die sagen ja, sie wollen kein abgelaufenes Essen oder sowas, die haben ja so Schwachsinnsargumentationen manchmal. Nicht alle über einen Kamm geschert, hin und her, bla bla. Aber die meisten gehen dann doch lieber beim Aldi einkaufen, damit es günstig ist. Bei der Tafel kriegst du es ja, eben wie du erzählt hast, deswegen kam ich drauf, da kriegst du zumindest bei uns ja auch vom Amt so einen Schein, der im Endeffekt dich berechtigt, dass du zu wenig Geld hast, um Essen zu kaufen, und dann kannst du bei der Tafel dir eben Essen holen. Ja. Oder diese Essenskörbchen, die es da gibt, diese Pakete, ne? Deswegen kam ich drauf, wegen der Tafel, ne? Weil das auch mit so Scheinen ist, ne? Dass man das dann so abholen darf. Ja, genau. Nee, ist bei uns genauso, und ich weiß nicht, ob du da als Privatperson auch Zeug hinbringen kannst. Ich habe auch schon mal überlegt, weil ich habe momentan in meinem Gefrierschrank gemerkt, dass ich da Haufen Zeug drin habe, dass ich wahrscheinlich nie wieder essen würde, weil es einfach so lange schon drin liegt, dass ich weiß, dass ich es eh nicht freiwillig esse, weil es mir entweder zu aufwendig ist, es zuzubereiten und dafür nicht gut genug schmeckt oder sonst irgendwas. Überlegen, was wir damit machen sollen. Wir haben tatsächlich fast überall im Rewe und im Edeka und sowas haben wir Tafelboxen. Das sind aber so große Plexiglaskisten von der Tafel, da steht drauf, kauf eins mehr. Da kannst du Nahrungsmittel spenden. Ja gut, aber tiefgekühlte Sachen ist da vielleicht ein bisschen blöd. Wie bitte? Tiefgekühlte Sachen ist da vielleicht ein bisschen blöd. Das steht auch immer drauf, keine Tiefkühlware, weil die Dinger werden einmal die Woche abgeholt. Also du sollst keine verderbliche, also keine kurze Zeit die Ware. Ich muss gucken einfach mal, was das alles ist, wie viel das ist und ob es sich lohnt überhaupt. Und dann frage ich einfach mal an, ob die da Interesse dran haben. Vielleicht sagen die auch, ja, pass auf, bring das da und da hin. Vielleicht gibt es irgendwo so eine Art Suppenküche oder so. T-Cube, das Projekt hier ist ein Nebenbei-Projekt. Unser Hauptprojekt ist Maze Crusher. Und deswegen entwickeln wir aber nicht on-stream größtenteils, nur so ab und an mal ein bisschen. Ich kann mal kurz einen Link posten. Das ist nämlich schon auf Steam, das könnt ihr schon wishlisten. Würde mich übrigens sehr freuen, wenn das wishlistet. Ihr müsst deswegen nicht kaufen, aber allein schon das Wishlisting hilft uns ein bisschen, weil man bei Steam dann etwas höher angezeigt wird in den Suchergebnissen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann gerne auf die Wishlist setzen. Das ist unser Hauptprojekt und da ist aktuell eine technische Preview draußen in einer sehr, sehr beschränkten kleinen Beta-Gruppe. Und wir werden in ungefähr einer Woche, wenn alles gut läuft, also quasi am Montag in der Woche, dann im Stream im Idealfall, wenn alles gut läuft, die nächste Version in der Beta releasen, bei der es dann schon ein bisschen Gameplay geben wird.
Wenn alles gut läuft, heißt aber so viel wie, wenn die Zeit reicht, um das zu implementieren, was ich implementieren muss. Das Problem ist, es ist ein bisschen zeitlich eng geworden. Jetzt die Mac hat ein ganzes Wochenende gekostet. Ich habe schon die ganzen Deadlines um eine Woche verschoben jetzt. Ich muss gucken, ob es hinhaut. Ich hoffe, dass es klappt alles zeitlich. Muss mal gucken. Im Zweifelsfall rutscht der Multiplayer noch ein bisschen nach hinten. Ja, es soll einen Multiplayer geben. Anfangs nur lokal. Später auch mal online. Momentan erstmal einen lokalen Multiplayer. Und wir haben uns einen Game-Mode ausgedacht, der nicht nur stumpfes durch die Gegend laufen ist. Ein bisschen inspiriert von anderen Games, sag ich jetzt mal. Aber wir nennen es nicht Ei. Wer jetzt nicht weiß, um was es geht, ich werde es jetzt nicht spoilern. Ich komme nicht drauf. Echt nicht? Nö. Capture the Egg? Drive this. Okay, Wishlist. Ja, Edric, okay. Du hast Wishlist gehört. Ja. Hier ist, also nochmal, hier ist der Link. Lokal, dass man mit Portfreigabe trotzdem online spielen kann. Nein, tatsächlich nur local mit zwei Bereichen der Tastatur, also WASD und Pfeiltasten. Also ich meine wirklich local. Momentan. Co-op. Local Co-op, ja. Beziehungsweise nicht Co-op, eigentlich ist es gegeneinander. Ja. Und wir haben uns schon überlegt, man könnte auch ein Co-op-Maze bauen, durch das man nur rauskommt, wenn man zu zweit aneinander hilft. Das kann man machen, das ist möglich. Du müsstest quasi in dem Maze zwei Punkte haben, wo die Leute spawnen. Und dann muss der eine die Tür von außen öffnen, damit der andere durch kann. Das, die Tür geht aber nur auf, wenn beide dastehen oder sowas. Das könnte man schon machen, um ein bisschen zu wie soll ich sagen, ein bisschen zu pranken. Steam-Controller. Ja, Controller-Unterstützung ist geplant, ja. Wahrscheinlich noch nicht in der nächsten Beta, erst in der dritten, aber es ist geplant. Willst du nicht den Unity Standard Controller Skript? Ich nutze momentan Input Manager, aber der ist nicht so optimal. Gibt's aber einen Virtualisierungslayer, den drüberlegen kannst, der kann verschiedene Controller anbinden, weil die Mappings sind immer schwierig. Die Controller reagieren ein bisschen anders. Das müsst du alles konfigurieren in Unity, das ist in dem Unity Launcher ein bisschen Und es gibt da so ein Ding, das habe ich bekommen, nennt sich's? U-Control. Nee, In-Control. Und ich muss das mal angucken, weil das Asset haben wir halt von Unity als Prämie mal for free mitbekommen. Und es soll sehr gut sein. Deswegen wollte ich mir das angucken. Und lieber dann sowas Ausgereiftes als das Unity-Basic-Ding. Ehrlich gesagt. Ja, okay. Ich habe mal diese Tutorials in Unity gemacht und ich habe halt festgestellt, ich habe nur einen Xbox-Controller, aber auch aus dem Grund, weil der Xbox-Controller am PC am besten funktioniert. Mhm. Festgestellt, dass die Unity-Sachen, die man baut, halt mit einem Xbox-Controller halt super funktionieren. Ja, das schon. Aber ich weiß nicht, wie es mit den anderen Controllern ist. An und für sich schon. USB-Controllern oder mit sogar PlayStation, keine Ahnung. An und für sich schon. Ich weiß zum Beispiel aber nicht, wie es ist, wenn du zwei Controller dran hast. Mhm. Controller 1 und 2 kannst du schon unterscheiden. Magst dann halt Horizontal 1, Horizontal 2, Vertical 1, Vertical 2 als Achsen. Es geht schon. Joystick 1 und Joystick 2 kannst du schon unterscheiden. Die Frage ist nur, wie konfiguriert der Player das am Ende? Also im Player. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. T-Cube, Dankeschön. Haben wir machen lassen von Black Designs. Also das Logo ist von mir. Also das Logo, was du hier oben siehst quasi. Nicht den Drachen, sondern oben drüber. Das Logo. Entschuldigung, habe ich selber designt. Kann ich angezeigt. Bitte? Ach so, da rechts wird's angezeigt. Ja, genau. Okay. Und aber das hier, ich denke, du meinst das hier. Das ist auf Basis von dem Logo von Blacks Designs gemacht worden. Und ich muss sagen, ich finde die Animation sehr cool. Ups, da wollte ich hin. Das ist ja auch das Intro, was wir in den Spielen verwenden. So, aber wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich würde gerne wieder ein bisschen zurück in Richtung Fantasy Flight Live gehen. Wir hatten uns gerade darüber unterhalten, wie man das machen könnte mit Spezialisierungen. Die Frage ist, wollen wir das überhaupt einbauen, nachdem eigentlich alle unsere Heroes Fernkämpfer sind? Dann würde ich fast schon sagen, dass man hergeht und macht Nahkampf, Fernkampf, parieren trotzdem. Meterweit, ja, dezent. Dass man es dann so macht und sagt, okay, wir machen es trotzdem gleichmäßig und seine Berechtigung hat es aber trotzdem, weil ein Nahkampfangriff bei jemandem, der gerade im Fernkampfmodus ist, natürlich sehr effektiv sein kann, weil der natürlich
beschäftigt ist, irgendein Spell zu casten oder den Bogen auszurichten oder wie auch immer. Das kriegt man schon so ein bisschen hingetrickst. Aber war das nicht eh bei dem Schere-Stein-Papier-Prinzip, dass der Nahkampf stark ist gegen den Fernkampf? Ja. Nahkampf stark gegen Fernkampf, Parieren stark gegen Nahkampf und Fernkampf stark gegen Parieren. Gegen Parieren, ja. Ja, ich glaube, ich jetzt anders sortiere, aber das ist egal. Man kann sich das immer irgendwie zurechtbasteln, warum das eine jetzt gegen das andere. Ich hätte zum Beispiel gedacht, dass man, wenn man einen Fernkampf, ist ja ein Beschuss mit einem Pfeil, wenn ich jetzt Fernkampfattacke habe, dann kann der Gegner das mit dem Schild problemlos abwehren. Aber wenn ich vor jemand stehe und ihm auf die Fresse schlage, kann man das mit dem Schild nicht so gut abwehren. So meiner Meinung nach. Das aber ich glaube, beim Bunny wäre das jetzt sinnvoll, ja. Weil der ein Schild hat, aber die anderen halt nicht. Ja, ja, genau. Das Parieren ist mehr so ein... Und einen Fernkampf kann man halt nicht parieren. Der kommt halt irgendwie ungesehen, schnell, ist klein, Projektil und irgendwie in einem Schlag. Dings kann man irgendwie mit... Bis auf die Pfeile, würde ich sagen, sind alle schwer zu parieren. Die Pfeile gehen noch einigermaßen, weil langsam... Aber auch nicht so langsam. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja, das kann man sich aber auch alles irgendwie erklären. Man macht so eine schöne Grafik. Im Endeffekt, ich wollte gerade sagen, das gegen das. Im Endeffekt wird es eine Grafik geben, steht drin, Best of 5. Man kann vielleicht noch dann sagen, dass der Streamer einstellen kann, Best of 3, Best of 5, Best of 10 oder sowas. Das ist schön. Nee, Best of 10 nicht. Das ist eine gerade Zahl. Da würde ich Best of whatever machen. Best of 7. 3, 5 und 7. Das ist gut. Nein? Penny 9 ist total übertrieben. Also reiß dich mal zusammen, ja? Aber 10 war gut, ne? 11 geht, aber 9 ist viel zu viel. Das ist also 9. Das ist Best of 69. Das ist gut. Dann dauert so ein Kampf nur mal 1,5 Stunden. Geil. Das gibt's nur an Weihnachten. Das ist der 24-Stunden-Spezialstream. Da ist der Alex einfach bei seinen Eltern, lässt aber den Stream laufen. Nackt. Die Leute spielen im Overlay die ganze Zeit. Fantasy Battler oder wie das. Zwei Leute spielen die ganze Zeit Fantasy Fight gegeneinander. Weil Best of 69, bis die 69 durch sind, wenn jeder 10 Sekunden, allein nur 10 Sekunden hat, dann sind es schon mal 10, 12, ja, 11 Minuten rein nur Entscheidungszeit. Dann kommt die Kampfzeit noch oben drauf, also eine Viertelstunde Best of 69 für einen Kampf. Ja, kann man machen, muss man aber nicht, ne? If you know what I mean. Lass uns mal kurz setzen. Best of 69. Eine Viertelstunde, die ganze Zeit nur. Aua! Kann man sich irgendwie anmelden bei dem Spiel? Hat man sein eigenes Ding? Geht das irgendwie über die Twitch-ID? Nee, momentan nicht. Momentan kannst du einfach raussuchen. 4 Stunden das heißt, King of the Bit. Das heißt, ich kann einfach nur kämpfen und hab dann gewonnen, aber da steht nirgendwo, dass ich in der ganzen Lebenszeit dieses Spiels irgendwie schon 38 Mal gewonnen habe und 475 Mal verloren. Da geht's dann die ganze Zeit ununterbrochen, immer nur... Entschuldigung. Der muss jetzt sein. Ja. Ja. Alp! Jo, Wollenstein-Gebiet, ja genau. Wir könnten Statistiken einbauen, prinzipiell. Hätte ich nichts gegen. Ich mein eher so personengebundene Daten. Also wenn ich, an mich, dass ich das spiele, habe ich irgendeinen Grund, dass ich das mehrmals spiele. Wenn ich irgendwie verloren habe, dass ich auch gewinnen will, weil irgendwo eine Zahl steht, ich habe schon so und so oft gewonnen. Man könnte eine Art Leaderschaft einbauen. Die anderen. Oder ein Leaderboard oder was auch immer. Global oder Pro-Streamer? Ja, wenn dann... Ach so, okay, du redest jetzt von der anderen Seite aus, vom Streamer her. Ja, würde ich machen pro Streamer. Weil Global, dann hast du irgendwelche Leute bei fremden Channels auf den ersten 10 Plätzen, die keiner kennt. Weil man will als Streamer ja schon, dass seine Streamer da in der Liste stehen. Okay, entscheiden. Es wird keiner auf Global stellen. Nee, klar, aber es ist nicht viel. Im Prinzip muss ich ja nur einen Filter in der Datenbank setzen. Ja, ja, klar. Ist nicht viel Aufwand, man könnte es dann machen. Die Leute machen das ja für die eigene Hood, ne? Die wollen ja dann auch die Namen haben. Wenn wir dann auch mal überlegen, ob ich das Ganze, Bubble Tea, okay, interessant. Bubble Tea? Das Lied. Ich bin am Überlegen, ob ich das Ganze auf Steam schmeiße oder nicht.
Steam hat den Nachteil, das Ganze kostet mich halt eine Einrichtungsgebühr. Hat aber den Vorteil, es ist einfacher zu bekommen, du hast ein Update-Management und alles drin, du kannst die Leaderboards über Steam laufen lassen. Dieses Overlay-Game jetzt über Steam. Ich überleg gerade, wegen Daten hin, also Backend quasi, Daten-Backend. Ja. Wobei, ich habe nämlich den Nachteil, ich kann die Leaderboards nicht über die Extension abfragen und ich würde die Leaderboards in der Extension anzeigen. Ich würde dann hergehen, dass es in der Extension einen Button gibt, Leaderboard. Ja. Und nach dem Kampf wird dann halt bei allen kurz Leaderboard eingeblendet oder sowas. Oder bei den Beteiligten irgendwie. Weil im Prinzip, die Extension wird immer transparent sein. Das wird eine universelle Extension werden für alles, was wir machen, was in Twitch eine Integration hat. Und es wird immer der Teil erscheinen in der Extension, der gerade beim Stream aktiv ist. Das heißt, wenn der gerade Fantasy Fight aktiv hat, dann kommt Fantasy Fight. Wir wollen nur vielleicht noch ein Quiz-Tool bauen. Das hat man mal angefangen und dann erstmal auf Seite gelegt, weil da nicht so viel Zuspruch da war. Haben gesagt, okay, das scheint nicht so interessant zu sein für die Leute, deswegen lass uns mal hinten liegen. Dann würden da das interaktive Quiz quasi auch mit da drin kommen, im Zweifelsfall. Deswegen würde ich es dann so machen, dass es einen Button gibt, um die Leaderboards anzuzeigen. Man dann halt, wenn man drauf zeigt, meinetwegen rechts die verschiedenen Games hat. Doch, er kann zwei gleichzeitig laufen haben, deswegen kannst du umschalten. Das sind quasi voneinander unabhängig, aber in einer Extension drin. Der Hintergrund ist der, dass Twitch nur 3 Extensions pro Stream erlaubt, Overlay. Deswegen soll ein Overlay alles können, was wir anbieten. Ach so, also kurze Frage. Du hast das Spiel selber, das läuft nicht als Twitch-Overlay, sondern das läuft bei dir? Der Streamer muss den Client laufen haben. Also das läuft bei dir als Client. Genau, weil es ja Unity ist. Ich könnte natürlich das Ganze mit JavaScript irgendwie basteln. Und sowas, klar, aber okay. Also das läuft praktisch beim Streamer, da kann man das sehen. Und dann hast du aber noch ein Overlay, was praktisch nur ein Control-Overlay genau. Dafür ist. Genau, Control und Statistik. Du hast praktisch ein universelles Control Fire Splash, das Universal Fire Splash Control ist das Twitch Overlay. Fire Splash Canvas im Endeffekt, wird's heißen. Oder das Fire Splash Canvas, genau. Und das passt sich immer der Extension an, die das passt gerade sich auf dem Rechner des Streamers. Das passt sich dem aktuellen Stream Content an. Also, was der Streamer hat. Wenn der Streamer dieses Ding offen hat, dann schaltet sich der Button für Fantasy Fight frei. Wenn du draufklickst, dann kommen die Controls für Fantasy Fight. Wenn nur eins läuft, dann würde ich unter Umständen das sogar automatisch aufrufen. Je nachdem, ob es der Streamer möchte oder nicht. Es wird dann auch ein Feature geben, dass der Streamer zum Beispiel die Leute auffordern kann, das zu machen. Sprich, wenn der Streamer draufklickt, dann würde das halt... Also ich kann ja nicht programmatisch die Extension anzeigen lassen. Die Leute müssen ja reinzeigen. Aber dann würde halt das Ding automatisch aufgehen. Das könnte man vielleicht noch machen. Das ist so eine Idee. Kein Licks, man hört dich tippen. Ja, das stimmt. Oh, tipp leise! Alter, hat der Backstein als Tasten oder was? Ja, wenn man so tippt hier. Problem, mein Mikrofon ist sehr nah an meiner Tastatur und ich hab. Ist das eine Schraube runtergefallen? Clickiesten Razer-Tasten, die es gibt. Wieso hast du denn Clicky-Tasten? Man holt sich schwarze oder rote Switches, die schön leise sind. Meine sind schwarz und trotzdem klicken sie. Ist ja, halt Logitech. Mach mal die Tastenkappen ab. Ist halt Logitech. Die Farbe ist. Ist halt Logitech. Also du hast gar keine Sherry Witches. Weiß nicht, was Logitech verbaut, keine Ahnung. Automatisch aufgehen, das nervt mir. Nein. Paddy, es geht nicht automatisch auf. Es geht auf, wenn du es reinzeigst. Twitch Extensions sind immer dann sichtbar, wenn du die Maus über dem Stream hast. Wenn du die Maus rausziehst, ist sie weg. Und es wird eine Option für den Streamer, nichts anderes. Also er muss es nicht machen. Wenn überhaupt. Das ist wie jetzt. Wenn man beim Alex reinzieht, kann man für 20 Bits ihm eine Tomate ins Gesicht. Genau, und ich krieg's nicht mal mit. Du raffst doch nicht mal, dass die Leute dich mit Tomatenblümchen oder Geld bewerfen. Was gibt's denn hier noch? Was für das ist Müll? Das ist ja die Kacke, ich sehe das nicht. Kaugummis. Kamelle oder was kann man hier werfen? Weiß nicht, du kannst ja mal was werfen, vielleicht sehe ich es hier im Dashboard. Ich habe keine Bits. Blöd. Ich würde dir ja eine kostenlose Tomate geben, aber es geht nicht. Ja, siehst du, nicht mal das geht. Ich mache die ganze Zeit häufig bei den Twitch-RPG-Umfragen mit, damit ich mal Bits geschenkt bekomme. In letzter Zeit kriege ich jetzt keine Bits mehr. Oh, ich fand das cool. Twitch hat so eine Streamer-Umfrage gemacht vor einiger Zeit mit Verbesserungsvorschlägen zu Twitch. Und dafür hast du, glaube ich, 7 Euro oder was Amazon-Gutschein bekommen. Oh, cool. Fand ich cool. Wie gesagt, ich habe diese Twitch-Umfrage, Twitch-RPG oder wie das heißt, bin ich angemeldet. Und da kann man ja manchmal Umfragen machen und da schenkt es einem manchmal, wie gesagt, Bits. Aber gerade nicht mehr.
nicht so wild. Egal. Wo waren wir gewesen? Okay, du hast das Fire Splash Canvas Ding so bumm so und du hast deine 50.000 verschiedenen Spiele, die du in deiner nächsten Karriere Laufzeit programmieren wirst. Sind wir aber bei, wie heißt das? Magic. Fantasy Fight Live. Was? Meinst du das Game hier? Ja. Fantasy Fight Live. Fantasy Fight Live. Hintergedanke ist, Fantasy Fight war mal ein geplantes Browser-Game von uns und das ist quasi basiert auf der gleichen Idee. Deswegen habe ich es jetzt Fantasy Fight Live genannt. Achso, ich habe es Light aufgeschrieben. Live. Ich will mich nicht merken. Liefe. Hau mir aufs Maul in Kurzscreen. Was? Fantasy Fight Live. Hau mir aufs Maul. Ja. Die Tomaten waren aber kurz da. Ach, du hast gerade Tomaten geworfen. Ich habe da nicht hingeguckt. Scheiße. Das habe ich gerade. Das Blöde ist, wenn ich auf Unity klicke, dann ist mein Dashboard weg. Weil da halt der Game Screen von Unity oben ist. Aber dann, danke für den Tomaten-Cheer. Oh. Nein, nochmal ganz kurz zur Erklärung, wie es abläuft. Da waren wir gerade stehen geblieben. Der Streamer hat den Client offen im Endeffekt. Der Client connectet sich zu unserem Server. Node.js. Noch nie damit gearbeitet. Keine Ahnung. Node.js? Okay. Ja. Ja, ist, also ich habe ein Testprojekt gemacht. Ich habe zwei Browser, die sich miteinander unterhalten, gebaut. Drüber. Um zu sehen, wie es funktioniert. Das Ganze mit Socket.io im Endeffekt. Und es wird gleich Pettyless kotzen kriegen wahrscheinlich, wenn er Node.js hört. Node.js hört. Und der Client verbindet sich mit dem Server und die, also der Game Client und die Extensions verbinden sich auch mit dem Server. So. Jetzt wird das Game sagen, okay, ich bin jetzt bereit. Der Server leitet weiter an die ganzen Extensions und die Extensions werden sich dann aktivieren. Also nicht so, BÄM, hier bin ich, krass, benutz mich. Sondern sie haben halt dann diesen Button, klickst auf den Button drauf und dann je nachdem, wie gerade der Stand vom Spiel ist, kannst du halt sagen, okay, ich möchte jetzt ein Duell aufmachen. Wenn du das Duell aufmachst, dann wird im Stream dein Viech, sag ich jetzt mal, spawnen und eine kurze Nachricht kommen von wegen, wer du bist und dass du halt jetzt wartest, dass jemand anders mit reinjoint. Dann kann jemand anders draufklicken und joint auch mit rein. Alternativ, das ist noch nicht ganz sicher, ob man die Variante macht oder die andere, alternativ, wenn wir es so machen, dass wir quasi einen Pool haben, in den Leute rein können, die kämpfen möchten, wählen auch einen Hero aus, und warten dann in diesem Pool. Und alle x Minuten wird einer der Heroes quasi ausgewählt. Und ein zweiter auch natürlich. Werden in die Arena reingespawnt. Und bekämpfen sich dann. Problem bei der Pool-Variante ist, was ist, wenn zwischenzeitlich einer geht? Der muss sich rauskegeln. Und was ist, wenn der sich mitbekommt, wenn er es im Hintergrund offen hat? Kriege ich nicht mit. Schwierig. Deswegen tendenziell würde ich sagen, eher aktiv. Eher herausfordern. Ich habe auch schon überlegt, ob man da eine Chat-Integration mitmacht, dass man sagt, okay, das Ganze passiert gar nicht im Stream, sondern alles im Chat, so lange, bis beide Spieler bereit sind. Das ist so momentan die Überlegung, die ich noch habe, die noch nicht ganz abgeschlossen ist. Hast du für den Streamer ein paar Möglichkeiten, wie der administrativ kann, wie zum Beispiel, weil du das eben gerade sagtest mit dem, was ist, wenn der raus ist, wenn er es nicht mitkriegt, wenn er irgendwie was wartet, wenn er keine Eingaben machen kann. Ja gut, ich hätte sowieso eine Runde beenden kann. Ich hätte sowieso ein Timeout drin im Endeffekt, also sprich, du hast für jede Entscheidung nur begrenzt Zeit. Heißt, zum Beispiel für die Entscheidung, was mache ich als nächstes, würde ich jetzt 15 Sekunden ansetzen oder sowas. Wenn du es nicht magst, Zufall. Im Endeffekt. Das ist gut. Wenn du es nicht machst, Zufall, heißt zumindest, dass man sogar gewinnen kann. Genau. Das Spiel geht regulär weiter. Ja. Also, es wird nicht einfach dann dastehen bis zum Ende vom Stream. Das geht halt weiter in irgendeiner Form. Wenn der Spieler rausgeht, kriege ich das natürlich mit. Also, ich sehe, die Verbindung wurde geclosed. Bis im Bett. Alles klar. Paddy, dann danke fürs Reingucken und bis bald. Ciao. Paddy. Gute Nacht, schlaf schön. Ja, ich krieg's ja mit, weil die Connection dann geclosed wird. Von daher, ich sehe jetzt nicht das Problem, wenn einer zumacht. Ist natürlich blöd in der Kampfhandlung mittendrin, wenn er abhaut, aber das werde ich jetzt aufgegeben.
Der hat aufgegeben, damit hat der andere gewonnen. Punkt, Ende, aus. Ja. Die andere Seite ist die, was mache ich, wenn er nicht reagiert? Also jetzt im Q-Modus gerechnet. Wenn er schon gleich vor Anfang nicht reagiert, keinen Hero auswählt, gut, das muss er vorher schon gemacht haben, aber wenn er dann gar nicht reagiert, haben wir eine komplette Zufallsrunde. Wenn es blöd läuft, haben wir zwei Zufälle nebeneinander. Ist auch scheiße irgendwie. Wird also, aber keiner merken von den Zuschauern. Ja, ich bin aber eher trotzdem für die direkte Konfrontation. Sprich, ich sag, ich will jetzt kämpfen und dann kann ich entweder jemanden herausfordern oder aber der Nächste, der halt reinjoint. Die Frage ist, wie join ich? Weil das Problem ist, in der Extension kann ich es nicht anzeigen. Hey, jemand möchte, mach du mal was. Weil die Extension siehst du ja nur, wenn die Maus über dem Bildschirm ist. Eigentlich brauche ich einen Chat. Oder den Stream. Aber das Spiel selber sieht man ja die ganze Zeit im Stream. Das ist ja nicht ausblendbar, weil das ist ja Content, den der Streamer über sein OBS oder genau. Anderes Programm halt einfach gerade streamt. Es ist im Endeffekt ein Overlay. Ein richtiges OBS-Overlay. Der Haken OBS ist bloß Overlay. Der, ich will ja den Streamer nicht seinen Platz klauen. Das heißt, wenn da die ganze Zeit Leute in der Lobby quasi warten, dass einmal einer reinkommt, unter Umständen ist es so, ein Zuschauer will spielen, alle anderen aber nicht. Dann steht er permanent, wartet auf einen Spieler. Klick rein, um zu joinen. Da steht dann permanent am Weg. Das nervt auch. Ich verstehe gerade, dass das ganze Ding läuft wie ein Twitch-Overlay. Das soll passiv nebenher am unteren Bildschirmrand oder irgendwo genau. Laufen und der Streamer genau. Macht ganz normal sein Programm. Ach, okay. Ich dachte, das ist ein bisschen aktiver und wird vielleicht auch vom Streamer gepusht. Könnte man prinzipiell schon tun. Weiß nicht, wieso Spiele sind, die so nebenher unten am Bildschirmrand rumtrödeln, sowas. Also, das ist jetzt ein bisschen aktiver bei dir, das geht ja so in Richtung, ja, Karten-Battle, Fantasy-Spiel, ja. Magic, Munchkin, was auch immer Sagalix. So, das ist ja ganz cool. Sagalix, gute Bitte? Nacht, Dankeschön fürs Reingucken. Ja, Nachti. Hier, so in der Art sieht es dann aus. Du siehst jetzt quasi in etwa, wenn du jetzt diesen Bereich hier siehst, der hier weiß eingekesselt ist, ist ungefähr der Stream. So würde es aussehen, wenn die jetzt unten sich schwarten. Nicht ganz so, weil es nicht alle wären, aber wenn die sich unten schwarten, dann brauchen die ungefähr von der Bildschirmhöhe so ungefähr ein Drittel Pi mal Daumen. Da schwarten die sich unten, ja. die laufen quasi unten am unteren Bereich vom Player, laufen die entlang, schlagen sich, machen ein bisschen Krawall und verschwinden dann wieder. Der Streamer kann festlegen, in welchem Abstand es passieren darf, sprich alle 5 Minuten, jederzeit, alle 10 Minuten, wie auch immer. Ich würde auch die Möglichkeit bieten, dass man so eine Black-and-White-List macht. Und ich möchte, also das langfristig, jetzt nicht am Anfang alles gleich, aber langfristig will ich es auch so implementieren, dass man den Bot mit integrieren kann. Sprich, dass der Bot den Startschuss gibt und nicht die Spieler. Das heißt, der Gedankengang ist dann wirklich eine Chat-Integration. Und Spieler 1 sagt sowas wie Duell oder so FF, keine Ahnung. Daraufhin antwortet der Bot dann, weil man könnte es mit einer Währung machen, Duell bestätigt und erst dann gilt es für das Spiel als Join. War so ein Gedankengang. So gerade gesagt, eine Währung? Ja, es gibt auch Stream-Währungen. Bei uns die Schuppen zum Beispiel. Dass man dann Punkte quasi. Dass man Punkte braucht, um spielen zu können. Ich hab gerade eine Idee. Vorsicht, ich kann keine Bot-APIs anbinden. Also ich könnte schon, aber ich will nicht, weil er müsste ich 20 Bots unterstützen. Das möchte ich nicht. Wie heißt es denn? Da ist wieder Währung wieder. Aber meine Idee ist, wir hatten ja eben gesagt, dass die Züge, die halt diese Zugsteine, Zugkarten, ne, Edelsteine haben. Wenn wir 5 Runden haben, dann brauchen wir ja nur 5 von diesen Steinen. Ja. Man könnte denen ja, was hattest du gesagt, 2 von jedem geben, dann hätte man einen zu viel. Man könnte ja sagen, dass man sich für Streamwährung oder sowas zusätzliche Steine kaufen kann. Das war mit Bits gedacht. Ah, okay. Das war der Gedankengang, um es für den Streamer ein bisschen interessanter zu machen, damit wir auch ein bisschen was dran verdienen. Also die Punkte. Erstens für den Streamer interessanter bei Bits. Zweitens, wir verdienen auch ein bisschen was dran, weil 20%, glaube ich, der gecheerten Bits über die Extension gehen an den Entwickler. Und Punkt 3, animiert die Leute ein bisschen dazu zu unterstützen. Deswegen war der Gedankengang, dass man ursprünglich... Ich habe eine Ahnung, wer du bist. Danke für deinen Follow.
Herzlich willkommen in Riscaria, im Reich der Drachen. Ja, ich habe eine Ahnung, wer du bist und ich glaube, ich liege richtig. Den Namen kenne ich nämlich. Wo war ich stehen geblieben? Achso, genau, der Gedanke war ja quasi aus diesen drei Punkten, Gründen, die Bits mit einzubauen. Und ursprünglich hat man mal gedacht, so eine Art Cheat-Karten zu nehmen im Prinzip. Sprich, dass am Ende... Ja, ich habe recht, wusste ich's doch. Hi! Dass am Ende dann der... Moment. Scheiße. Cheat-Karten, ach ja, genau. Dass der Zuschauer, der spielt, sich einen Vorteil erkaufen kann. Wie zum Beispiel, ursprünglich war es ja mit Schaden und Lebenspunkten gedacht, wie zum Beispiel 10% mehr Schaden für eine Runde. Und diese Karte kann er dann einsetzen und die kostet ihn halt meinetwegen, was das Spiel mehr festlegt, 50 oder 100 Bits oder wie auch immer. So hat der Streamer was davon, wir haben was davon, der Spieler hat ein bisschen mehr Spaß, in Anführungszeichen. Ja, manche stehen auf Cheaten. Und in dem Fall würde ich es dann so machen, würde ich sagen, okay, wie du schon sagtest, dass man sich dann einen Stein seiner Wahl zukaufen kann. Sprich, man hat von jedem zwei und man kann dann für 50 Bits noch einen Stein sich dazu kaufen, den man gerade braucht. Oder beim Gegner einen rausschmeißen. So oder so. Das war so der Gedankengang. Jetzt ist er ruhig. Er dann green. Wie, was? Ach, du hast mit mir gesprochen? Oh, jetzt habe ich dir gar nicht zugehört, sorry. Dein Ernst jetzt? Quatsch, nein, habe ich. Ja, da hattest du aber auch schon am Anfang mal erzählt. Ja. Und dann gesagt, na, gucken, wie wir das machen. Hin genau. Und her, keine Ahnung. War noch gerade auch so eine Idee, weil ich das jetzt so teilweise ein bisschen verstanden habe, was du vorhast. Und ist ja schon ganz witzig. Oh, Ich denke halt immer... Green, sorry, ich habe gerade was überlesen hier. Was ist, wenn einfach einer, der kämpfen will, als Figur einfach unten rumläuft und so Taunt-Emotes rouse-out, bis ein zweiter joint, rouse-out, bis ein zweiter joint und dann geht der Kampf los. Das war ja genau der Gedanke, was ich eben nicht wollte, dass der die ganze Zeit rumlatscht, weil das könnte im schlimmsten Fall passieren, dass dann permanent einer rumrennt. Alleine. Man könnte den halt auch nicht alleine rumrennen lassen, sondern einfach rechts in der Ecke stehen. Keine Ahnung. Ja gut, aber Fakt ist, er würde Platz wegnehmen. Und wenn jetzt halt permanent einer wartet und keiner mitspielen will, dann würde es ja im Worst Case bedeuten, dass dieser Gegner, der oder besser dieser Herausforderer, immer da chillt, wie der Honigkuchenpups schon richtig festgestellt hat. Sprich, der wäre halt immer da und würde immer den Stream overlayen. Und ich glaube, dass mir das als Streamer auf den Sack gehen würde, wenn ich merke, keiner hat Bock drauf und permanent wird es angezeigt. Dann würde es irgendwann ausschalten. Ja. Also ich würde sowieso sagen, ein Cooldown. Dass jeder, der sich in die Arena wagt, hat danach einen Cooldown von Streamer legt fest Minuten. Das wäre sowieso mit eingeflossen. Aber der Streamer... Sprich, wer ist fertig? Ja, nee. Der Streamer, merke ich gerade, der hat doch schon eine Admin-Oberfläche oder es gibt, keine Ahnung, Config.txt. Dann lass den Streamer alles mehr einschalten. Dann lass er dem Streamer auch entscheiden, wie viel Runden das Spiel hat. Also das würde ich sowieso machen. Deswegen sage ich ja, dass man mehrere Modi anbietet. Best of 3, Best of 5, Best of 7 oder sowas. Ja, dass man auch sagen kann, irgendwie einmal prügeln kostet Dings hier Cheer oder 5 Cheer oder 10 Cheer oder ist 0, ne, kostenlos. Also, dass du so ein bisschen entscheiden kannst. Könnte man auch drüber überlegen, dass man sagt, drüber nachdenken. Dass man sagt, man kann sich für Cheers quasi ein längeres Spiel kaufen. Ja, was halt, oder überhaupt halt praktisch so ein Startgeld bezahlen muss, ne? Es gibt vielleicht Leute, die haben das Ding dann und dann machen die Zuschauer das gerne. Es gibt andere, die sagen, nö, ich will, dass das immer kostenlos bleibt und. Ja, genau. Also jeder, der will, dass die Leute dafür zahlen und irgendwie 10.000 Zuschauer hat, die freiwillig auch noch irgendwie 50 Bits dafür ausgeben, damit sie einmal auf dem Monitor kämpfen können, das kommt nur dir zugute, ja. Alex. Im Endeffekt, nur um kurz auf das Thema zurückzukommen, generell mal mit den Configs, wo du meintest. Der Streamer lässt ja die Software laufen. Die Software ist ja quasi der Host. Also im Prinzip, die ganze Game-Logik wird in diesem Ding hier stattfinden.
Der, ja, in dem Ding, ja. Und Alex passiert alles nur mit dem Ding. Genauso sieht's aus. Es geht alles nur ums Ding. Am Ding. Und also das Unity Game. Und der Node ist im Endeffekt nur eine Art etwas besserer intelligenter Proxy. Der kanalisiert quasi nur die Kommunikation von allen Overlays zum Game hin im Endeffekt, mehr oder weniger. Nicht ganz so, aber das Game hält die Config, das Game rechnet die Ergebnisse aus und im Endeffekt sagt das Game beim Starten dem Node-Server, hey, pass auf, der Streamer XY hat jetzt das Game aktiv mit folgender Config. Und wenn die Overlays kommen, connecten die sich zu dem Node-Server und sagen, hey, ich bin Overlay, ich bin der Spieler XY, beziehungsweise mit einer Anonymous ID erstmal, weil der Spieler muss erst sagen, ja, Overlay, du darfst wissen, wer ich bin. Das heißt, erstmal ist das eine Anonymous ID. Und so, hey, ich bin ein Spieler. So, dann muss der Node-Server sagen, ja, sag mir mal deinen Namen. Dann muss die Overlay-Extension anzeigen, ich brauche die Berechtigung. Mehr oder weniger. Wobei, das können die Extension ohne Server noch machen. Aber egal. Fakt ist, irgendwann geht's dann hin. Ja, ich bin der Zuschauer der Green. Und ja, sag mir mal bitte, was hier so abgeht. Und der Node-Server sagt dann, yo, Extension, pass auf, der Streamer hat aktuell Fatisfied Live offen mit der und der Config. Also die Kommunikation geht nicht direkt durch, sondern die wird quasi gecached, mehr oder weniger. Geht dann an die Extension und die Extension kann sich entsprechend einrichten. Wenn jetzt einer was machen will, was gecheert wird oder gecheert benötigt, was ein Cheer benötigt, wo man cheeren muss, wo man halt Bits einsetzen muss, dann muss die Extension wissen, wie viele, und dieses wie viele soll im Idealfall auch von der Config kommen. Jetzt muss ich nur gucken, ob Twitch das überhaupt zulässt, dass die Bitwerte dynamisch über eine ABI geladen werden oder ob ich vielleicht bei der Extension schon angeben muss, welche Pakete es gibt. Es kann nämlich sein, dass ich da vielleicht festlegen muss, es gibt das Paket XY und es kostet 50 Bits. Dann gibt es XZ und es kostet 100 Bits. Dann muss ich das eben ein bisschen anders aufziehen. Da muss ich aber schauen, wie das genau abläuft. Ich habe mich noch nicht in die Bits and Extensions eingearbeitet. Aktuell soll es erstmal laufen und dann gucken wir uns den Rest an. Also mir ist das Game wichtiger momentan als die Bits, tatsächlich. Weil ich sage, die paar Euro, die da vielleicht rumkommen im Monat, anfangs, wenn überhaupt. Ist mir ehrlich gesagt, da geht's mir nicht drum. Ich will Spaß haben. Ist so. Da kannst du, denke ich, auch mal den Hellcat fragen. Der hat ja seine hier Overlay, Werbeeinblende. Ich stand tatsächlich schon mit Hellcat im Dings, im Kontakt. Im Ding. Ja, aber wie du richtig sagst, erstmal, dass der Kampf funktioniert, die Leute rein können, man auf die Mütze kloppt und auch ganz wichtig neben der programmatischen Sache, das, was wir gerade ein bisschen belabert haben, dass Gameplay, die Mechanik, so heißt es, die Spielmechanik so haben, dass sie funktioniert, dass das Spiel Spaß macht. Priorität 1 ist quasi das, was ich brauche bis zur ersten Alpha, Beta, wie auch immer, ist, dass die Spieler joinen können, auf irgendeine Weise und es auch mitbekommen, dass sie joinen können und dass das Ganze dann auch irgendwie angezeigt wird und funktioniert, dass ein Kampf stattfindet, erstmal noch ohne Cheats, ohne alles oder vielleicht die Cheats einfach ohne Bits machen oder so, kann es ja implementieren, aber halt noch nicht kostenpflichtig, weil ich möchte mich erstmal wenig mit Twitch-APIs rumschlagen müssen und mehr Content machen. Ja. Und dann, wenn der Content da ist, dann kann man eine Bezahlschranke einbauen, Anführungszeichen. Ja. Erstmal gucken, dass die Sache läuft, dann gucken, dass das grobe Gameplay, ne, funktioniert. Und dann auch dann würde ich erst gucken, was macht man mit Cheaten? Kann man vielleicht das Punktesystem noch ein bisschen balancen und keine Ahnung. Also einfach viele Dinge, die man vielleicht durch so Testing und Beta-Tests erfährt, dass man merkt, ey, das ist ja so wie es ist, eigentlich total langweilig. Ganz wichtig für so ein Projekt ist auch, dass man ein paar Streamer hat, die da mitziehen. Und ich glaube, da wird es am schwierigsten. Das heißt, das Ding muss erstmal in der Version gut laufen. Und dann kann man ein paar befreundete Streamer fragen. Ich denke das so an solche wie Keksi, vielleicht Hellcat, vielleicht lässt sich dazu überreden. Müssen wiederum halt auch Zuschauer haben, die das spielen wollen. Genau. Deswegen bin ich gerade so auf Keksi, Hellcat aufmerksam geworden. Weil bei Hellcat kann ich mir vorstellen, dass Leute das cool finden. So. Das sind so Spielkinder unterwegs. Green. Was ist denn mit... Denn hier keiner da? Nee.
Ich glaube, hier ist ziemlich wenig los momentan. Wer ist mit dem Soundeffekt Alert, wenn jemand in die Lobby eintritt und dann quasi wartet? Also kurz einen Alert aufploppen lassen, da wissen alle Viewer, die da sind, dass jemand in der Lobby wartet. Da haben wir wieder den, das Problem der Unterbrechung. Ich würde wirklich den Stream nur dann unterbrechen wollen, optisch, wenn Aktion stattfindet. Das ist also meine kopfinterne Vorgabe ist, Optik im Stream Video, das ja nicht ausblendbar ist für die Viewer und für den Streamer, theoretisch. Nur wenn Aktion. Und Sound auch nur, wenn der Streamer explizit es möchte. Das wird dann per Haken an- und ausgeschalten. Kampfsounds wird es geben, aber halt optional. Die Message, dass jemand bereit zum Kampf ist, würde ich ins in Twitch-Overlay packen, also in die Canvas, weil die ist weg, wenn man nicht drüber hovert. Das heißt, wenn du mit der Maus drauf gehst, siehst du, oh, da will jemand aufs Maul. Das Problem ist, dann kriegt es auch keiner mit. Dann kriegt es auch keiner mit? Ja. Okay, dann müssen die Leute halt immer aktiv gucken. Okay, genau. Gut. Du musst immer die Maus, ich kann es kurz mal demonstrieren. Ich habe meinen, zwar nicht offen, aber ich kann das ja mal machen, eben schnell. Naja, jeder Zuschauer kann einfach die Maus auf dein Video ziehen. Ich möchte euch ganz gezielt das mal zeigen, wie das Ganze abläuft. Klar kann sie das für sich machen, aber ich möchte es einfach im Content haben. So. Jetzt habe ich diese Tomaten-Extension hier drin, ja? Hier kann man jetzt Tomaten werfen, prinzipiell. Wenn ich die Maus drin habe. Bei uns sieht es ähnlich aus. Das würde dann hier an der Seite, würden wahrscheinlich die Overlay-Buttons kommen, weil da habe ich bis jetzt am wenigsten gesehen, in dem Bereich. Ich würde es hier in dem Bereich, wo das Firesplash-Logo ist, würde ich es abspielen lassen. Die Extension Ribbons quasi, für die verschiedenen Dinger. Wenn man auf eins draufklickt, dann käme dann hier quasi so ein ausgefahrenes Panel, in dem dann Streamception übrigens, wenn ich auf Pause drücke, geht es trotzdem, ja. Würde hier in dem Bereich dann quasi so ein Panel aufgehen, in dem man dann ein Hero wählen kann, vielleicht einen Namen eingeben kann, ich weiß nicht, ob man da Input-Felder definieren kann. Und in dem Namen könnte man jemand herausfordern quasi. Und da müsste es einen Chatbot geben, der in dem Chat was reinschreibt. Und da müsste ich mich mal schlau machen, was es momentan an Möglichkeiten gibt, für einen Bot in Channels rein zu posten. Ob der dann in den Channels drin sein muss oder nicht. Ob der eventuell wie eine PN an die Channels was schicken kann oder nicht. Und oder ob vielleicht sogar die Extension das reinposten kann. Möglicherweise geht auch das. Ich würde nur gern vermeiden, dass der Streamer wieder wie bei Lootbuster irgendwie eine Config machen muss, wo er einen OAuth-Key in das Game eintragen muss. Das würde ich gern vermeiden. Weil das ist was, wo die meisten gesagt haben, hä? Und ich hätte gern dieses hä? Übersprungen. Starten, laufen, fertig. Also, Ziel ist, einmal aktivieren die Extension, das ganze Ding, also das ganze Tool einmal einblenden in OBS und starten. Und dann muss es laufen. Config optional. Das ist das Ziel. So hätte ich es gerne. Klar, dem Tool musst du noch sagen, welcher Channel du bist. Vielleicht mit einem integrierten Webserver und OAuth verbinden mit Twitch. Muss ich mal gucken, wie... Ist die Frage des Security, wie man es macht. Tendenziell würde ich fast eher sagen, dass in der im Dashboard quasi auch ein Overlay drin ist, ein Overlay, auch ein Ding drin ist, das dann einen Secret Key anzeigt und dieser Secret Key, den musst du dann ins Game eingeben. Tendenziell. Also ich würde ungern mit OAuth rumbasteln müssen noch bei dem Game. Das wäre, glaube ich, ein bisschen drüber. Ich werde mal an Chris fragen von den Pixeln. Vielleicht kann der mir einen Tipp geben, wie man am besten so einen Bot baut. Wie die es gemacht haben. Ich weiß, im Grunde ist es IRC. Als Basis, mehr oder weniger. Entsprechend kann man die IRC-Bots weitestgehend nutzen. Man kann die anpassen. Wir haben selber einen am Laufen, der in verschiedenen Channels ist. Aber ich würde halt ungern den in, keine Ahnung, 4000 Channels reinjoinen lassen müssen. Deswegen ist die Frage, ob der eventuell Nachrichten auch senden kann, wenn er nicht im Channel ist. In irgendeiner Form. Da suche ich mir aber jemanden, der sich damit auskennt, bevor ich mich durch die Doku von Twitch wühle, die eh wahrscheinlich ziemlich katastrophal sein wird. Schätze ich. Beim Pixel Breeder ist es ja, glaube ich, so, dass du den Pixel-Bot in deinem Channel haben musst. Der joint. Ja. Richtig. Ja, das ist... Wahrscheinlich geht's auch echt nicht ohne. Ja. Und jetzt momentan, ich will jetzt ungern baiten, aber ich muss es in dem Punkt jetzt einmal kurz tun. Hat irgendjemand zufälligerweise Lust, für 10 Bits schnell mal eine Tomate zu werfen? Ich würde nämlich gerne sehen, ob man die sehen kann. Es ist jetzt 10 Bits? Es gibt auch eine Tomate für 1 Bit. Gibt's auch? Okay, dann nehmen die 1 Bit. Hauptsache, es gibt eine Tomate. Ich würde nur gerne sehen, ob man die hier sehen kann. Man kann sie sehen. Oh, jetzt kann man aber viel. Danke.
wer auch immer das war, vielen Dank für die Tomate. Man hat sie gesehen. Also ist es anscheinend doch möglich, was anzuzeigen. Dann könnte man ja doch hergehen und könnt hier oben rechts, da wo in der Regel bei den Streamern weniger los ist, so ein kleines Alertchen einblenden, so halb transparent, jemand möchte dich schwatten. Kampfanforderung. Irgendwas in der Richtung. Weil du kannst die Dinge nämlich ausschalten hier. Jemand, der das nicht spielen möchte, blendet das Ding einfach aus und gut ist. Die Idee wäre gar nicht mal so schlecht dann. Dann braucht man den Bot nicht. Das ist umso geiler. Ich sollte mir das dann doch mal genauer angucken. Wenn ich mal wieder Zeit habe, also wahrscheinlich nächste Woche, werde ich mir mal diese Extension-Geschichten genauer anschauen. Tatsächlich, was mir gerade eingefallen ist, dass beim Sirdan im Stream kenne ich das, der hat diese eigene Währung, bei dem heißen die Wollmäuse. Ja. Bei dem ist das im Stream, irgendwo kommt immer so ein +1 Wollmaus hochgeploppt, einfach irgendwo. Und manchmal ist auch irgendwo eine Schatztruhe im Bild, da klickst du drauf und da kriegst du 10 Wollmäuse, die taucht kurzzeitig auf. Und zwar nicht, wenn ich hovere über das Ding, sondern immer wir haben, so. Wir haben es gerade gesehen, ja. die Tomaten kamen. Wir hatten euch gecheert, ich würde mich gerne bedanken. Die Tomaten kamen. Obwohl ich nicht drüber gehovert habe. Das heißt, es geht. Okay. Das ermöglicht uns, oder das eröffnet uns weitere Horizonte, sag ich jetzt mal. Nicht nur Möglichkeiten, das ist viel. Danke, TQ. Deswegen ist er auch auf Platz 1 der Cheers. Oder geht Das war vorher schon. Er hat vorhin schon mal eingeworfen, vermute ich. Ich habe es auch nicht gesehen, ich habe nur gesehen, dass er Platz 1 ist. Der Adamaru eiskalt überholt. Okay, das heißt... 41 Bits, ja. Das heißt, wir haben tatsächlich die Möglichkeit, was anzuzeigen, ohne dass wir den Stream unterbrechen müssen in irgendeiner Form. Und trotzdem sehen es alle, obwohl sie nicht drüber hovern. Das ist geil. Viel zu kurz, ja, das war nur ein Fun-Ding. Ich habe einfach mal geguckt, wie die Dinger aussehen. Also diese Overlays, haben mal eins reingekloppt. Ich habe das noch nie in Aktion gesehen, ehrlich gesagt. Ach, das hast gar nicht du gemacht? Nein, das ist nicht von mir. Ach, statt das jetzt du gebaut. Okay, nee. Dann kann ich ja sagen, dass ich das scheiße finde. Okay. Ich habe auch schon übrigens rausschmeißen wieder. Nee, das ist irgendeine Extension, die halt public da ist. Ich baue das sowas nicht, hallo? Ich mache doch keine Twitch-Extensions. Was du jetzt machen wirst als Extension oder als irgendwas, ist erst einmal da eine LED-Wand im Hintergrund per Webhook. Da hättest du aber einen ESP-Chip nehmen müssen. Per Webhook anbinden, immer wenn einer donatet oder cheert, dass es dann einfach blinkt und leuchtet und Regenbogen. Das werde ich nämlich bei ESP machen. Ja, da hast du ja einen ESP. Ja, sehr schön. Ich habe den ESP dran gehabt und der flackert. Der macht LED-Störungen. Ich weiß nicht warum. Ich habe es mit verschiedenen Pins probiert. Okay. Ich habe doch beim Zusammenbau gesagt, da blinken ab und zu einzelne Dreier auf. Ich dachte, das wären defekte Chips, die man austauschen müsste, weil man halt quasi mal so ein Stück rausschneiden muss. Ich habe dann nochmal ein Arduino rankängt, weil durch das ich jetzt 3 an einer Stelle habe und die halbe Frequenz bloß brauche, weil das die 11er sind, die laufen nur mit 400 kHz, bei denen reicht der Uno aus für meine LED-Menge. Ja, habe ich gesehen. Ich habe auch deswegen die Bibliothek mit 800 Hertz gehabt und habe dann bei dir im Code gesehen, du hast ihn mit 400. Genau. T-Cube, ganz kurz. Nein, ich habe bei... Also nein, der, den du meinst, der die Grafiken zeichnet, ist hier dem Alex sein Kumpel, der Jan. Oder Kai oder wie heißt der? Der Jan, der leider sehr wenig Zeit hat zur Zeit. Das Einzige, schade. Was ich gemacht habe, ist für die Extension vom Alex... Den Lootbuster. Nicht Extension, das ist keine Extension, das ist ein Overlay-Minigame. Overlay-Minigame, wie auch immer, die Fallschirme gezeichnet, weil ich grafisch ein bisschen was kann und seit 15 Jahren mit Photoshop umgehe. Deswegen habe ich ihm angeboten, da ein bisschen Grafik zu machen. Würde ich tatsächlich auch viel gerne, viel öfter machen, auch für Ludum Dare und so ein Scheiß, aber habe ich meistens überhaupt gar keine Zeit für. Jedem Jahr ein ähnlicher. Ich kann mal kurz gucken. Habe ich denn hier irgendwo... Yeah, ich sehe dein Overlay-Menü. Ja, ich hab's gemerkt. Boop.
Das ist ein Lootbuster. If you do not see our... Das ist Lootbuster. Könnt ihr mal mitbustern. Was ist looten? Jetzt sehe ich wieder nichts mehr. Ah! Und diese Fallschirme, diese wunderschönen, hat der Green gezeichnet. Oder gevektort. Nee, sind tatsächlich gezeichnet. Keine Vektoren. Da ist sogar noch diese Meldung drin, die eigentlich falsch ist. Die Hölle los hier. Masino, moin! Oh mein Gott, ich bin out! Of control. Wollte ich mal fragen, was der Green da für... Oh, das ist ein Targeted Attack. Was der Green da für einen komischen grauen Schatten drüber hat. Bis ich gemerkt habe, dass das vom OBS einfach so ein Overlay ist, wo drin steht Programm. Ja, schön, freut mich. Aber wenn du im Chat schreibst, muss ich Hallo sagen, ne? Bemote mit harten T. Ich glaube, der Easy ist noch gar nicht drin. Ich muss die mal aktualisieren, die Bemotes. Ach, fuck. Muss ja groß sein. Das mit dem Farming-Shooter-Game stimmt nicht mehr. Das haben wir ad acta gelegt. Ich muss mal die Texte aktualisieren. Liefert der Server. Was war mit dem Text, was der Green über Dings hat, wo Programm drin steht? Das habe ich eben nicht gerafft. Bei mir, ich habe diese Multiview-Ansicht vom OBS offen. Und da sehe ich genau hier, das seht ihr aber nicht, sehe ich ein Wort Programm. Und das ist hinterlegt mit einem grauen Streifen. Und ich sah gerade in dir, also auf deiner Lootbox, quasi dieses Programm, ohne was für ein grauer Streifen ist. Hui, Chaos! So, wann habe ich gewonnen? Die wird nichts treffen, glaube ich. In 22 Sekunden. Oben links, ganz, ganz schwer ist es zu sehen. Ach so, oh Gott, warum ist das nicht orange? Okay. In 18 Sekunden. Oh, ein Drache. Das ist ein Drache? Achso, ja, da hat jemand... Drache. Da hat jemand das Bemote verwendet. Das ist ein Easter Egg, Bemote. Wir haben noch mehr Easter Eggs drin. Oh, der Green hat verloren. Komm, eine Runde. Mach mal noch eine Runde, los. Eine geht noch, weil es so lustig war. Warum hab ich denn... Moment. Ich habe gerade Ausrufezeichen 42 in den Chat eingegeben und jetzt hatte ich 42 Energie noch, als das Spiel vorbei war. Nee, ich glaube, es waren 68 oder sowas, oder? Warum stand da gerade 42? Nee, 42 tatsächlich. Cool. Fun Fact. Ja, nix Fun Fact. So funktioniert das. Man gibt halt klar. Irgendwie das ein und dann hat man so viele Punkte. T-Cube, funktioniert so, man hat irgendwie ein paar Sekunden Zeit, eine Lootbox vom Himmel fallen zu lassen. Wenn die Lootbox kaputt ist, dann kann man eine neue droppen. Und man kann auch Bomben runterschmeißen, versuchen die anderen Lootboxen kaputt zu machen, weil man will, dass seine eigene Lootbox als letzte überlebt. Also ist so ein bisschen so ein Auslosespiel auch. Gedacht ist tatsächlich für Giveaways. Genau, es geht darum, wer als letztes... Ich habe mir gedacht, King of the Bit braucht irgendeine Konkurrenz. wessen Lootbox am Ende noch überlebt oder rumsteht oder sowas, der kriegt halt irgendwie das Loot im Stream. Er hat gewonnen. Also hier mal ganz kurz die Erklärung noch. Ich habe es gerade eingeblendet. Da stehen alle Commands dabei, außer das eine, das Ausrufezeichen Lootbox, weil das wie man festlegen kann. Es geht aber erst, wenn das Game gestartet wurde. Und Chaos geht nur dann, wenn das Game sagt, dass es geht. Also das Game sagt dann, can you feel the Chaos, was so eine Art, und dann könnt ihr Chaos machen. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken hier, Lootbox, machen wir einen Bomb-Cooler, machen wir mal 0. Machen wir mal so ein Fancy-Mode, ja, so ein, mir fällt mir nicht ein, wie es heißt, so ein Mysterious, sehr strange und krass Mode,
der halt einfach so abgeht, ne, so krass ist und boah und mega und geil und Hellcat hat mir gerade gewispert, Moment. Und. Mal kurz hier Werbung machen. So, jetzt. Und vor allem. Und nicht vergessen. So, ich weiß nicht, was ich sagen wollte, deswegen, ja. Wir machen jetzt nochmal. Hypermodus. Hypermode, keine Ahnung. Was Hypermode, nee, so ein. So halt verrückt, so besonders komisch. Nee, nicht strange. Wenn was ganz dann besonders. Weiß ich's nicht. Dann wenn was ganz einfach, besonders was verrückt meinst. Ist. Ja, na halt. Irgendwas. Krass Mode. Durchgeknallt. Ja, sowas in der Richtung. Aber mir fällt das. Es gibt einen englischen Begriff, der da oft benutzt wird für sowas. Und mir fällt's nicht ein! Was? Lurk Mode? Spirit. Ach, verrückt. Nee. Ist egal. Psycho. Also hier nochmal für alle, die es nicht wissen. So funktioniert das Game. Ja, letzte Chance ist noch zu verstehen, wie es funktioniert. Und dann würde ich sagen, machen wir Le Game. Back to Le Game. Eine Runde machen wir noch. Just for fun. Da ist es. Au, Uhr. Insane. Danke. Insane, nee. Boah. Jetzt haben wir übrigens einen Moment, jetzt könnte er Chaos eingeben. Wer möchte, kann Chaos auslösen. Ausrufezeichen Chaos. Und was haben wir? Einmal ein Jump. Wir haben nämlich auch beim Chaos ein Easter Egg drin. Wir haben ja, ihr wisst ja, das schwarze Loch und das Springen. Und es gibt noch einen Chaos-Mode. Der ist ein Easter Egg. Der kommt aber selten. Haben wir jetzt vier Mitspieler? Verrückt. Ja, wir haben mehr als bei Quiplash. Ja, stimmt. Ist so. Tut irgendwie weh, hier die Köpfe auf die Box zu bekommen, ne? Die Büchse auf den Kopf zu bekommen. Büchse. Wow. Aha! Ach so, ach du kriegst sie auf den echten. Hahaha. Aha! Warm. 200, oh, so lange noch. Noch eine, Alter! Was habt ihr gegen mich? Du musst sie fangen. Du hast da bestimmt ein Glas vor dir stehen und musst mit dem Glas jetzt die Lootboxen einfangen. Moment. Die Bomben. Oder mit dem Mund. Jetzt kommt halt nichts mehr. Nee, hey, jetzt will keiner mehr. Trauen Sie sich nicht mehr. Fast. Das Schöne ist... Ach, fast. Ja, Alex, ist ja gut. Ihr dürft nicht vergessen, wir haben keinen Bomben-Cooldown. Jeder darf, jetzt wann er will. Fang mich. Ah, zu spät. Ich hab's versucht. Ich hab's runtergekehrt, habt ihr gesehen? Ja, und genau auf die Nase gefallen. Warum bin ich denn dabei platt gegangen? Also der Sprengrad ist der Bomben, verstehe ich nicht, ne? Der ist abhängig von der Anzahl an Lootboxen. Yay, Bombe. Das sagt jetzt so Bombe. Hui. Hype. Und wir haben ein schwarzes Loch. Okay. Das sieht ja abgefahren aus. Jetzt sogar ohne Greenscreen-Bug. Das ist wirklich ein schwarzes Loch. Wer da drüber, also wenn jemand springt und das schwarze Loch berührt, in der Mitte den Punkt, einen schwarzen Punkt, dann ist er weg. Verrückt. Gell? Crazy.
oder wie Loco Leas Follow-Ding ist. Crazy! Me! Der Green geht ab hier. Bram! Einmal alles raus. Sellout bei Fire Splash. Da kann ich ja jetzt auch spawnen. Kommen Sie rein, können Sie rausschauen. Letzte Chance. Schön. Bitte? Den Pixel Rage als B-Mode sehr schön. Ja, doch als B-Mode heißt ja. Als Bombe. Also der Sprengradius, der ist... Cube hat einen Cedar, Cedar... Ja, ich hab's gesehen. Der Sprengradius ist abhängig von der Anzahl Lootboxen im Game. Je weniger Boxen da sind, desto größer der Radius. Damit halt die Wahrscheinlichkeit noch gegeben ist, dass man was trifft. Also Maximum kann es der halbe Bildschirm werden. Naja, I see. Easy, was ist denn bei dir kaputt? Alter! Easy, der kommt dann mit 15 Viewern drüber. Und warte, schaffe ich's nochmal? Da, einmal eine Bombe in deinem Namen. Bam! Boom! Easy, danke für den Host an die ganze Easy Crew. Herzlich willkommen hier bei mir bei FireSpace TV im quasi Endstream, blöd gesagt. Wir quatschen ein bisschen über die Idee hier Fantasy Fight Live, was ein On-Stream-Game wird quasi. Der sich im Easy auch aufdrückt, dass er das unbedingt einbauen muss. Da berede ich ihn so lang, bis er es einbaut. Und es wird richtig geil, aber wenn ich euch jetzt sagen würde, wie es wird, dann müsst ihr euch danach leider umbringen. Nein, Quatsch. Dave, danke für den Follow! Herzlich willkommen in Riscaria, im Reich der, ja, momentan Fantasy Fight Heroes. Eigentlich Drachen, aber, ne, ja. Dankeschön. Alles easy, easy? Nikri, servus! So, jetzt ist das Game schon wieder um. Komm, dann machen wir jetzt noch eins auf dem Easy. Weißt du, easy ist. Machen wir jetzt noch eins. Vielleicht schaffen wir ja mal eins mit dem Fancy Special Chaos. Ihr müsst Lootbox eingeben. Einfach so, just for fun. Oder machen wir mit dem Beta Key. Wir machen es für den Maze Crusher Beta Key. Wer gewinnt, bekommt einen Maze Crusher Beta Key diesmal. Ja? Mit Ausrufezeichen Lootbox könnt ihr Lootbox spawnen, mit Ausrufezeichen Bomb eine Bombe werfen, mit Ausrufezeichen Shake könnt ihr springen. Ab und an sagt das System, ihr könnt jetzt Chaos verursachen, dann könnt ihr Ausrufezeichen Chaos machen. Dann passiert irgendwas. Gibt verschiedene Varianten. Und ansonsten gibt's noch Ausrufezeichen Bomb. Nee. Fuck, wie haben wir es denn genannt? Three is my suicide, jetzt heißt es anders. Ich hab's vergessen. Es gibt noch ein Command. Scheiße, wie hieß denn das Command? Fuck. Gut, aber wenn du gerade am Überlegen bist, wie das Kill Suicide irgendwas Command hieß, wollte ich kurz sagen, es ist 22 Uhr, sogar 22.05 Uhr schon und das ist genau die Zeit, in der ich schon längst im Bett liegen wollte. Nur weil wir am Spielen waren, habe ich wieder, na, ich wollte eigentlich vor 15 Minuten schon gehen. Deswegen werde ich jetzt aus dem Discord verschwinden, werde deinen Stream vielleicht noch 5 Minuten im Hintergrund laufen lassen, währenddessen wir aber schon mal die Zähnchen polieren und die Fußnägel sauber machen. Deswegen, Alex, danke, dass ich hier sein durfte im Discord. Einen wunderschönen guten Tag. Danke für deine Meinung und Ideen. Bitte gerne. Destroy was, genau, danke. Brainstorm habe ich immer. Ich freue mich immer, wenn da was kommt, weil ich finde, solche Projekte werden umso geiler, je mehr Leute sich daran beteiligen, weil einfach verschiedene Meinungen einfließen und am Ende muss es immer der Community gefallen und nicht mir. Ja, es ist ganz kurz nach 22 Uhr. Nur eine Stunde und 6 Minuten. 23 Uhr habe ich gesagt, aber 22 Uhr mache ich immer Ende, weil 23 Uhr muss ich im Bett liegen. Also gut. Schon liegen und Augen zu. Das heißt, du liegst halt mit mir im Bett. Aha, interessant. War wohl nichts heute so damit. Ne? Okay. Im Bett liegen. Green, also, dann machen wir es kurz. Vielen Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal und Kiao. Schönes Wochenende. Ciao. So. Gut. Wir machen jetzt noch die Runde hier Lootbuster fertig. Wie gesagt, wer diese Runde gewinnt, gewinnt einen Beta-Key für Maze Crusher. Kann ich nur empfehlen. Aktuell noch nicht viel los, aber in einer guten Woche könnte es sehr cool werden. Die ersten mit dem Hands-On, mit der Chance, einen echten Release-Key zu gewinnen. Tari, hi! Du legst, oh Gott, es ist weiß auf hellgrau, du legst dich unter Kurisu Dragons Flügel. Okay.
Nigri deutet alles denn. Nigri, zieh dir was an, Mann. Ich muss nebenbei noch hier, ich muss gerade auf drei Chats gucken, das ist gerade sehr komplex, sehr kompliziert. Ja. Wie viele Punkte man hat? Nein, das ist genau der Witz bei der Sache. Du musst immer so ein bisschen raten, weil das ein bisschen Zufallsfaktor mit drin ist, das ist immer so eine Gefühlssache. Genau darum geht's, du sollst es nicht genau planen können. Das soll alles ein bisschen zufällig sein bei Lootbuster. Nickel wirklich, ach, hat keiner eine Kiste im Spiel. Stimmt, es sind wenig Kisten da. Gibt aber bestimmt noch Chaos gerade, oder? Einmal ein Jump für alle. Boah! Das war ein tätlicher Angriff. Da lag gerade ein Hellcat auf dem Boden rum. Ein Hellcat-Hype. Cool. Jo, okay. Nochmal ganz kurz zurück zum Thema. Machen wir einen Abschluss bei dem Projekt hier. Fantasy Fight Live. Wie gesagt, es wird ein Game für Streamer. Eigentlich für Viewer bei Streamern. Der Streamer muss es einbinden bei sich in Chat, in die Overlays. Und muss das Twitch-Overlay dazu aktivieren, damit es die Spieler steuern können. Und dann kann man sich gegenseitig die Fresse einschlagen. Es ist quasi eine Visualisierung des Duell Befehls. Nigri macht sich nass. Nigri, dann wisch die grüne Farbe ab. Oder wasch die grüne Farbe ab. Ich wünsche dir viel Spaß beim Duschen und eine gute Nacht und ein schönes Wochenende. Falls wir uns nicht mehr hören zwischendurch. Ja. Das hier sind die aktuellen Charaktere. Es wird noch einen mehr geben, den ich designen werde. Der kommt dann aber als kleiner, wie soll ich sagen, ja, als kleiner Teaser mehr oder weniger. Den werde ich euch jetzt noch nicht sagen. Den kommt später mal irgendwann. Und ich bin sehr gespannt, wenn ihr Streamer kennt, die vielleicht Bock hätten, dann wärmt ihr doch schon mal vor, dass wir ab und zu mal reingucken bei unseren Mittwochstreams. Wir werden jetzt mittwochs immer an dem Projekt arbeiten. Und ich würde mich, Destroy ist es, Honigkuchenpups. Und ich würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere vielleicht noch ein bisschen Meinungen dazu abgeben würde. Gerade jetzt auch Streamer. Oh, wir haben ein schwarzes Loch. Das war knapp, wer auch immer das war. Das war knapp. So, gleich ist es rum. Letzte Chance noch reinzuspawnen. Also fast letzte Chance. Wir haben noch eine gute Minute. Und das Projekt für heute, würde ich sagen, ist erstmal ad acta gelegt, weil ich werde nichts mehr machen. Ich werde jetzt gleich Schluss machen. Ich guck schon mal derweil, wen wir jetzt hosten. Weil ich wollte eigentlich eine Easy hosten, aber die Easy hat einfach mal rüber gehostet. Und nicht mal Hallo gesagt, der Sack. Der Easy Sack. XX Easy Sack XX. So, jetzt gucke ich mal hier. Das interessiert euch natürlich nicht, hier, was ich da hab. Muss ich mal schauen. Wann kann man nicht mehr joinen? 10 Sekunden vor Schluss kommt die Nachricht, dann kannst du nicht mehr joinen. Da gehen nur noch Bomben. Okay, im Team ist keiner mehr live. Dann suchen wir mal was. Was suchen wir euch mal was Lustiges raus? Irgendwas, wo ein bisschen was los ist, aber nicht zu viel. Schauen wir mal. GG, wer hat gewonnen? Ich hab's nicht gesehen. Ah! D-Cube! Hast du schon einen Mazecrusher Beta-Key? Glückwunsch zum Win gegen Honigkuchenpups. Du bist einer der Ersten, der das geschafft hat. Tatsächlich.
Nein, hast du nicht? Dann whisper mich doch mal auf Discord oder so an. Hast du ein, bist du eine, ich hoffe, du bist in einem Discord. Hier, wenn nicht, dann bist du es quasi jetzt. Komm in den Discord und whisper mich da mal an. Dann bekommst du im Laufe der nächsten Tage von mir einen Mazecrusher Beta Key und kannst dann dich quasi geehrt fühlen, an einem exklusiven Kreis von weniger als 100 Leuten teilzuhaben, die den also den Beta Key bekommen haben quasi. Herzlichen Glückwunsch und danke fürs Mitmachen. So, hat jemand einen Vorschlag, wo wir hin raiden sollen? Ich bin gerade noch am gucken, aber ich habe noch nicht so wirklich jemanden gefunden. Hat jemand einen Vorschlag? Oder wollt ihr irgendwas Bestimmtes sehen? Irgendeine Richtung? Irgendwie was Besonderes, Bestimmtes oder so? Coding. Okay. Oh ja, ich habe jemanden. Ich weiß, wen wir raiden. Wir raiden den Propan-Ben. Oh ja, oh ja. Das wird jetzt so unerwartet kommen. Liebe Leute, ihr seht schon oben rechts. Geht bitte, bitte alle mit. Und werft Emotes von mir um euch, so gut ihr nur könnt. Alle Firespecial-Emotes, die ihr habt, auf einen Schlag rein. So viel wie gehen. Und wenn ihr keine habt, dann einfach Drachenliebe, ja? Oder Kurisu-Liebe, wie ihr wollt. Vielen Dank fürs Dabeisein heute. Vielen Dank für die Unterstützung, die heute wieder reinkam, für die Follows, für die Cheers und so weiter und so fort. Ich möchte mich recht herzlich vor allem auch bei all denen bedanken, die sich irgendwie mit eingebracht haben, die ein bisschen mitgezockt und mitgequatscht haben über das Game-Projekt. Mit dem Game-Projekt Fantasy Fight Live geht's am Freitag weiter. Am Mittwoch weiter. Und wir gehen jetzt über zum Propan-Bin. Vielen Dank. Ich sag, macht's gut, habt eine gute Nacht und ein geiles Wochenende. Ich erwarte am Montag eure Berichte. Montag im Stream gibt's dann wieder ein bisschen Gaming. Bis dahin, haut rein, habt viel Spaß, macht's gut und ciao. Viel Spaß beim Propan-Bin. Und denkt dran, da ein bisschen abzugehen, ja? Ich erwarte richtige Eskalation. Macht's gut, ciao!